herzlich willkommen zu Knallhart durchgenommen Gesundheit. Bloodborne live. Dankeschön. Live wie Loser live. Ja, das ist Leben. Wir machen daraus was. Ist eigentlich. Das L ist das, was man daraus macht. Liebe, losen oder live. Lachen. Löffeln. Löffelchen. Mehr fällt mir nicht ein. Noch was mit L. Ja, Lurchen. Lurchen ist gut. Langweilen, das haben wir noch nie. Toll. Was ist dieses Wort? Langweilen, sagt mir nichts. Ich kenne nicht mal das Wort lang. Lustlose, auch Lustwandeln. Nicht. Lustwandeln, das wollte ich eigentlich sagen. Ja. Ich wollte aus Lust was Schönes machen. Gut. Hallo, das war unsere Anmoderation. Es gibt andere, aber das ist unsere. Aber das war unsere. Und wenn sie euch nicht gefällt, ist uns doch scheißegal. Wir machen das schließlich nur für uns. So, schön, dass ihr da seid. Ihr habt es mitbekommen, wir haben das letzte Mal ohne Probleme Dark Souls durchgespielt. Ich weiß gar nicht, was alle hatten, dass das ein schwieriges Spiel sein soll angeblich. Und haben dann direkt im Anschluss gesagt, komm, jetzt spielen wir Bloodborne. Und ich hoffe, ihr seid mit an Bord. Wir haben euch nicht verloren irgendwo zwischen Demon's Souls und Dark Souls. Dieses tolle... Sonnenuntergang jetzt hier wieder, das ist wunderschön. Die blutrote Sonne, es ist sehr viel Blut geflossen, das sagt uns Herr der Ringe und diese Sonne. Ja. Jetzt gehe ich hier runter Welt. Und Schnetzel. Okay. Und wir haben den Chat aus. Man kriegt, man kriegt Leben zurück, ne? Ja, das haben wir nämlich gelesen und gerade aber auch eben direkt ausprobiert. Wenn man nach einem Angriff schnell zurückschlägt. Ja, das ist sicherlich nicht so unwichtig. Genau, und wir haben uns gesagt, wir machen es wie bei Dark Souls oder auch Demon's Souls längere Zeit, dass wir erstmal ohne Chat spielen, weil wir gerade auch am Anfang und so, da wollen wir uns die Welt nicht spoilen lassen, wir wollen das erstmal alles selbst rausfinden. Gibt's hier auch Sprungangriffe? Das weiß ich nicht, da müssen wir den Chat holen. genau, und aber wenn die Situation passt oder wenn wir sagen, ey, wir ziehen den Joker, dann klappen wir auch gerne den Chat mal wieder auf, aber ich glaube, die meisten von euch wollen auch, dass wir ohne spielen und deswegen machen wir das auch. Das hier ist der Aufladeschlag, den haben wir zu selten benutzt. Ja, ist R2, ne? Oh, zu früh. Ja, man muss ein bisschen aufladen, genau. Und dann, der geht aber von alleine auch los. Ach so. Also es gibt so einen kurzen Moment, ich bin mir noch nicht sicher, ob man da vielleicht noch was anderes timen muss. So, weißt du, dass man vielleicht mit diesem Bliss-Sound, Moment, noch irgendwas drücken muss. Bisher geht's nicht. Wir werden's raus. Ich will nicht mich mit diesem Typen anlegen, weil ich genau weiß, dass ich dann zwei Minuten später das Pad an dich übergebe. Ja. Wahrscheinlich weniger. Und dann gehen wir halt einen anderen Weg. Gibt ja genug Wege hier. Ich denke auch. Ich denke, du willst dich auch mit dem im Moment noch nicht anlegen, oder? Ich glaube, guck mal, wir haben ja als Charakter auch nichts Nutz genommen. Und wenn ich das richtig gecheckt habe, der war irgendwie Level 4 und alle anderen waren schon, Level 10 oder so. Ja, das heißt, dass wir erstmal jetzt, normalerweise startest du 6 Level höher, würde ich damit sagen, oder? Ist das richtig, ne? Ja. Also mit manchen Charakteren ja. Genau, das heißt, wir müssen hier erstmal zusehen, dass wir ein bisschen leveln, wobei ich gar nicht weiß, ob wir das jetzt schon können. Und wie wir das machen können, haben wir auch noch nicht ganz rausgekriegt. Moment, hier weiter, oder? Hier gehe ich weiter. Okay, lass uns mal strategisch die Ecken durchgehen. Hier geht's weiter. Ja, da ist das verschlossene Tor. Ja? Nee, das ist das verschlossene Tor. Ist hier noch was? Da kamen wir raus. Da kamen wir raus. Okay, rechts vor Tor. Das ist dieser Wolf. Ach nee, oder hast du ihn schon platt gemacht? Den hattest du schon platt gemacht, ne? Ja, aber sind die nicht jetzt eh wieder da? Die Wölfe? Nee, der. Also alle Gegner? Das Vieh, was uns nach dem Aufwachen attackiert hat. Ach, der da unten, ja, den haben wir. Der hatte gar nicht so viel Power. Und dann können wir jetzt auf jeden Fall, wenn du da den Weg hochgehst, wo diese Patrouillen sind, und jetzt links hoch. Und da muss es ja auch weitergehen. Ich erinnere mich auch, das ist das letzte, wo meine Erinnerung aufhört, dass da hinten links irgendein Tor ist oder irgendwas. Dann kommt da auf jeden Fall auch irgendwo weiter. Und dann noch mal gucken. Wird's langsam grau bei mir. Das ist. Ich muss das mal ausprobieren. Was hast du jetzt gemacht? Ich habe mir Energie abgezogen. Warum hast du das dafür gemacht? Ich wollte mal ausprobieren, wie ich mir digital. Ich wollte gucken, was meine Shortcuts sind einfach. Damit ich die jetzt gleich im Kampf nicht aus Versehen. Wenn ich jetzt schieße, locken sie. Aber wieso hast du dir denn was abgezogen? Weiß es auch nicht. Was war denn nochmal Energie? Weißt du es noch im Kopf? Dreieck. Ja. Ja, ich denke, dass ich mir hier, da ist ja ein Plus 5, vielleicht habe ich irgendwas, ist jetzt stärker und dafür habe ich aber ein bisschen Energie verloren. Ja, vielleicht war das der Preis, den du jetzt komm, Junge! Dafür. So, kann ich ihn einfach mal, ich weiß, man sollte damit nicht, aber ich will jetzt nicht in diese 6 Leute reinrennen. Ach komm! Mann! Ein bisschen Angst, dass ich jetzt gleich wieder abgeben muss. Jetzt komm doch mal her. Ey, der lässt sich ja gar nicht triggern. Läuft der einfach so seine Axt?
Gut, dann gehe ich hier rechts hoch. Guck mal, wie lang die Arme sind auch von dem. Siehst du das? Das ist ordentlich. Unangenehm lang die Arme sind. Da kommt jetzt rechts auch noch einer. Ah, gut, den kann ich ein bisschen trennen vom Pack. Foul Beast. Wie er seine Beine hebt, weil er in irgendwas reingetreten ist. Guck mal, das ist schon nice. Der hat zwei ausgehalten. Ja, nicht mehr viel. Da rechts ist das noch einer. Ja, da sitzt er noch. Ach shit, jetzt kommen sie alle, ne? Jetzt mal lieber besser hier eine gute Stellung suchen. Ich muss das Blocken gleich mal lernen, das würde ich gerne mal irgendwie... Wenn geht ja nur mit kommt. Der Pistole, ne? Genau. Ich habe den Moment, also du sagst... Ah, ja. Das war's doch, oder? Ja, so denke ich... Weil er, hat nicht, er war nicht so richtig gestunt, er war eher so... Du hast die Attacke irgendwie aufgehalten, das ist das hab ich. Etwas, ja. Oh, hilft... You're not wanted here! Oh, hier der mit den langen Armen wieder. Langen Armen. Der Affenarmmann. Oh, da bist du voll reingerannt. Ja. Hagel, Hagel, Hagel! Oh, ah, wie hast du die gemacht? Sprung. Also so genauso wie... Wie in Dark Souls? Ja, im Grunde ja. Aber mit R2. Also nicht mit R1. Das ist vielleicht der Unterschied. Wobei, so. Der geht auch in Dark Souls mit dem langen, oder? Mit dem dicken Schlag. Der Sprung ist auch mit R2, ja, meine. Dann ist derselbe. Okay, hier ist doch, was bei... Ach, da kann man mit Leuten drin reden. Haben wir hier schon... Klopfen. Haben wir mit denen schon gesprochen? Mit manchen kann man ja schon reden. Ich kann es aber nicht ernst nehmen. Na ja, gut. Oh, ich habe keine Heilkräuter mehr oder hier keine Fiolen. Nichts mehr. Shit. Aber mein Buff nimmt auch langsam ab, jetzt nur noch plus 3. Aber ist das, meint er damit die Pistole? Was? Weil das, diese plus 3 an der Pistole steht. Links, oben links im das, Menü. Ich habe ehrlich gesagt gerade gar keinen Plan, was das bedeutet. Mal, wie viel da noch rumschnellen, dieses große Feuer da ist. Hier wieder irgendwas geopfert. Irgendwas verbrannt. Night of the Hand. Was war das? Wird's beschossen von links. Da ist dieser Typ, der da eben saß noch. Schnell hoch. Jetzt kommen die anderen sicher auch direkt. Ist hier noch was? Hier irgendwo ein Gegner? Okay. Auf der Ebene sind auch Gegner. Da unten liegt ja vielleicht eine Fiole oder so. Da. Scheiße. Wieso brennen die denn da? Beweise. Nee, aber ist das... Also, Steuer. Ist das so ein Werwolf-Vieh? Ja, ne? Guck mal da. Siehst du die Hand da unten? Siehst du die Hand? Ja, ich... Oh, das ist ja riesig. Das Maul. Ja, Mann, du hast recht... Das ist ja, Mann, was für ein Riesending. Kommen die jetzt auch mal oder muss ich mich da peu à peu... Was wäre denn dein Approach? Versuchen, einzeln rauszulocken irgendwie. Okay. Weil ich kenne meinen, einfach reinrennen, aber ja, ich denke... Hab ich nicht gemacht, ne. Boah, nice. Direkt 3 auf einmal erwischt, aber das ist natürlich jetzt ohne Fiolen. Ist nicht zu viel zu holen ohne Fiolen. Scheiße. Nein! Ich wusste, ich hab's kommen sehen. Ich hab wieder mal R2 gespammt. Ich hätte schnell mit R1, aber die Klinge war auch ausgeklappt. Das war auch ein Fehler. Jetzt muss ich hier ohne Filolen. Filolen. Ach, man kriegt die nicht wieder neu, wenn man anfängt? Ist das nicht so Standard? Auch hier? Ich glaube, 2 Fiolen und ein paar Schüsse auch. Was wir immer brauchen, ist etwas... Nein. Nee. Okay. War das schon die ganze Zeit so? Ich bin mir nicht sicher. Ich versuche mal, wenn ich hier diese Billo-Typen platt mache, vielleicht kriege ich dann hier ein paar Filols. Oh, ich muss auch erstmal wieder reinkommen. Was heißt wieder reinkommen? Wir haben ja das letzte Mal nur so ein bisschen angeteased, ne? Das ist hier richtig Tutorial. Droppen nix, ne? Shit. Ja, mach mal ein paar. Oh. Mein Plan war... Oh ja, schön Energie. Im Moment, ja, aber ist, mein Plan ist leider nicht aufgegangen. Die Frage ist echt, wer jagt hier eigentlich wen? Ja. Oder? Weil es sind ja auch die haben ja so Wolfsköpfe. Ich meine, das sind ja die Bösen. Bösies. Also wen jagen die?
normale Menschen. Naja, also die haben ja auch diesen Werwolf da, haben sie jetzt ja ange... Ey, wir wollen ja, das Intro angucken. Ah, ja, stimmt, da war noch was. Regie, vielleicht könnt ihr ja mal das auf YouTube raussuchen. Nur falls es geht. Und dann können wir es uns hier noch irgendwie im Laufe der nächsten das zweieinhalb Intro Stunden haben wir vergessen angucken. Zu gucken. Wir wissen nämlich irgendwie immer noch nicht genau, was diese Jagd ist und was wir sind. Und vielleicht kriegen wir es hin im Laufe der nächsten Zeit, vielleicht aber auch nicht. Dann machen wir es später. Jawohl. Den würde ich gerne noch mal mit einem Hochkantschlag, also nicht waagerecht, sondern vertikal. Muss man... Achso, ja. Blut, Fiole, für den Nils. Gut. Oh, Fiole, la 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 la. Fiole, la 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 la. Ja, das ist ja von... Du heißt ja auch die... Freundin von mir, Fiola Tensil. Das war schon ein Gag. Ich wollte einen ähnlichen Gag machen. So heißt ja auch die Freundin von Shrek, wollte ich sagen. Weil die heißt Fiona. Ah ja, auch nicht schlecht. Aber ja, great gags think alike. Like, gags like to come in pairs. Gut, dass du den jetzt dir schon schnappst. Oh. Oh, no, no, no. So, hier war wieder was los, ich erinnere mich. Hier irgendwo war was. Es ist dunkel. Okay. Oh, die schlendern da unten schon wieder rum. Schlenderman. Aufpassen. Ja, da schlendern sie. Kommen die hoch? Kommen die hoch zu dir? Nein, die laufen die Treppe. Nee, die laufen nicht. Treppe. Aha, das ist aber gut. Jetzt kannst du die ein, zwei rauspflücken. Easy. Vorsicht. Hä? Ich dachte, da käme ich rein. Ja, das klappt doch gut. Diese Fackeln. Irgendwas habe ich bekommen. Oh ja, das war dann wirklich der. Kann es sein, dass es der war, der mich getötet ja, hat? Und du jetzt? Ja, 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 ja. Nur noch können wir immer noch nichts mit diesen ganzen Blutechos oder wie die heißen anfangen. Sind das sind unsere Seelen, dachte ich. Aber wieso haben wir jetzt. Ja, aber ja. Wann können wir die mal benutzen, um was damit zu machen? Ja, wir müssen irgendwie an den Punkt kommen, wo wir ableveln können, ja, definitiv. Aber frag mich bitte nicht, wie das ich geht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass der Chat irgendwo nochmal gesagt hatte, dass wir da noch nicht sind und. Wahrscheinlich nehme ich mal an, nach dem ersten richtigen Endgegner irgendwie dazu kommen. Und ich glaube, es geht in diesem Nexus. Schön. Laber nicht. Laber mich nicht voll. Da hinten ist noch einer. Da ist ein Item. Ich brauche beides. Ist hier irgendwas? Falle? Noch einer? Ja, oh, sie kommen. Ja, okay, da kannst du wieder abhauen, das ist gut. Obwohl, wenn sie jetzt von beiden Seiten. Ah, die sind schön doof. Ab. Ja, die ich kommen wieder. Ein paar Quecksilberkugeln gesammelt. Muss ich hin. Ah, hier, guck mal, da geht's auch runter. Oder ist das nur. Nee, shit. Und da ist zu. Ah, okay, dann ist es ja wirklich eine Sackgasse. Eine Sackgasse. Ja. Ich komme auf jeden Fall hier runter. Ja, aber. Ja, aber das würde ich jetzt nicht machen, oder? Lieber die erstmal, die da kommen. Peu à peu. Peu à peu. So kann man die. Guck mal, so kannst du die echt alle machen. Die verteilen sich ja gerade auf das ganze Gebiet. Ja. Ja, man muss immer diese kleinen Grüppchen, ne? Das ist nicht schlecht, so klappt das. Aber die sehen mich doch hoffentlich nicht. Ah, oh, da ist er wieder, ey. Der Affenarm, Mann. Der hat doch um 8 Feierabend, ne? Der muss um 8 auf den Bäumen sein, ja. Ich hab das Gefühl, dass das diesmal nicht so einfach ist. Oh. Nochmal! Ja. War schon gut. Alles gut noch, keine Panik. Mach mal lieber ein paar kurze Schnelle. Ja. Das war verdammt knapp gerade. Ja, ich weiß, ich hab das nicht so funktioniert. Aber dieses System, dass man sich Energie zurückholen kann, ist schon nice. Ich mag es, das. Ja, es hat sehr Nicigkeit, aber es ist auch... Eine gewisse Nicigkeit lässt sich nicht verleugnen. Nee, lässt sich nicht verleugnen. Die Regie möchte gerne uns dazu einladen, ein bisschen Werbung zu machen. Na gut. Ich will gerne den hier noch platt machen. Ja, komm, mach noch einen. Einen darfst du noch. Mach doch mal mit dem Sprung hier. Schönen Sprung ins Genick. Hast du gesehen? Gut. Oh, und zum Glück habe ich zum Glück. Den jetzt Heini kommt noch. Der eine auch und der andere schießt. Vorsicht. Der schießt gerade noch auf dich. Ey, den kannst du anhusten.
Ja. Okay. Hat er die Seuche. Wir warten jetzt hier. Das ist und der Idee. Nils wird sich nicht weiter bewegen. Nee, und auch nicht angeschossen werden. Und vor dieser Tür stehen bleiben. Bis gleich! Bis gleich. Da sind wir wieder. Der Nils hat sich strategisch gut in eine Ecke manövriert. Nicht verbal, sondern in diesem Fall hier im Spiel, in Bloodborne, wo wir gerade erstaunliche Siege hinter uns gebracht haben. 1450 Pünktchen haben wir schon bekommen. Und schaut ihn euch an, wie er weiß es. Er weiß es eigentlich, dass er gerade viel erreicht hat. Er will bald, schaut er wissend mit seinem weisen Auge hinter der Nickelbrille hervor. Über den Rand. So latent über den Rand, als möchte er uns ermahnen. Ich finde das Bild so, im Hintergrund brennt dieser Werwolf links daneben, diese versteinerte Witwe oder da, was das ist, die da so trauert. Ey, aber seine Hautfarbe ist komplett im Arsch. Was haben wir denn da gemacht? Also. Der war doch, als wir ihn schwarz gewählt haben, der ist ja jetzt schwarzer als schwarz. Ich weiß auch nicht, wie wir das. Irgendwie haben wir es geschafft. Aber ich mag ihn, der Schnäuzer, so, er ist ein ganz großer. Ich finde ihn super. Ich bin happy mit ihm. Warte mal, da ist dieser Schießgeselle. Ich muss auch mal zeigen, was er kann. Schießgeselle. Wir haben ein paar, die Leute haben sich auseinander getrieben schon, das ist gut. Pass auf, ich show you my idea. Ich habe noch eine Idee. Ich habe ja 1450 Seelen jetzt, ne? Ja. Wir haben ja irgendwie gecheckt, wir können nicht upleveln. Aber vielleicht könnte man ja nach Hause gehen und Tränke kaufen mit der Kohle. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil wir kommen eh nicht weit ohne. Sollen wir das mal machen? Ja, klar. Sollen wir es probieren? Dann müsste ich jetzt zur Lampe zurück. Aber hier ist jetzt zum Glück alles frei. Ich habe das Gefühl, wir kommen halt eh nicht weit. Und dann kaufe ich jetzt lieber, wenn es überhaupt geht, ein paar von diesen Dingern. Und dann... Das ist für uns beide ja eigentlich ganz geil. Hoffe ich. Weil sonst ist es eine Frage der Zeit. Ich werde die auch nicht alle verbrauchen, aber... Oh, scheiße, Motherfucker. Ja, da hinten kommen auch noch mal ein paar. Dann wäre ich vorsichtig. Bin ich immer, mein Freund. Vorsicht ist mein zweiter... Nils, Vorsicht, Bohmhoff? Scheiße, ich kann ihn nicht mal mehr mit meinem Leben zurückholen. Das wird nicht gut enden. Niemand! Na jetzt, warte mal, die hauen ja ab. Du musst sie ja nicht, Und wenn, würde ich vielleicht von hinten mit so einem schweren Schlag. Irgendwas, was reicht. Tschüss, nee. Vorsicht, da war. Nee. Okay. Wenn du jetzt in den Dicken reinrennen, würde ich jetzt so lachen. Ist hier noch einer? Hier unten muss auch noch einer sein, oder? Ja, scheiße, Mann. Ja, die sind überall. Den kriegst du doch. Guck mal, der hat nur die schwere Axt. Ah, fuck! Wie assi! Fahr sie weg! Alter, du bist aber... Na gut. Ich bin dein größter Feind. Okay, und da oben ist die Lampe. Und jetzt kaufe ich für... Ich hoffe, es geht. Aber wenn es geht, kann ich jetzt für 1594 Mark uns Tränke kaufen. Und dann haben wir auch wieder Hoffnung. Weil so wird das ja nichts. We'll see. Übrigens haben wir der Regie abgetrotzt, dass wir quasi nach der nächsten Werbung uns zusammen mal diese Cutscene angucken, die uns gefehlt hat, sozusagen. Mhm. Hier, war das nicht der Händlermann hier, der da? Warst du das nicht? Ah ja, guck mal. Das sieht doch gut aus. Kiesel, ja, dann werfen. Gibt's hier noch irgendwas Geiles? Mützen. Ja, komm, ich kaufe jetzt einfach. Ja, also zumindest die kann man schon mal. Du kriegst gar nicht so viele, aber kann man schon mal ein paar kaufen. 8. Ja, okay. Immerhin. Also jetzt haben wir wieder ein bisschen was. Und dann ist das jetzt auch ein bisschen realistisch. Zentrum. So macht das auch Sinn, oder? Ohne. Dinger, das ist ja eine Frage der Zeit, bis man da verreckt. Oh. Findest du auch, dass man durchaus merkt, dass das nicht ganz so 60-framig ist? Ja. Das merkt man irgendwie schon. Wir spielen übrigens hier... Es ist keine Pro, oder? Sonst würde es wahrscheinlich draufstehen.
Bin mir gar nicht sicher. Das ist eine Pro, bist du sicher? Okay. Ja. Dann wundert mich aber schon ein bisschen, dass es hier nicht so flüssig läuft, muss ich ehrlich sagen, weil das sollte es dann eigentlich schon tun. Würde ich zumindest erwarten. Also wenn ihr es zu Hause auch nicht, also ihr seht, es liegt nicht am Stream, sondern tatsächlich auch am Spiel. Da wieder Cocky mit 8 Fiolen lässt es sich leicht aggro holen. Oh, nicht schlecht. 3 auf einmal, einer stirbt, 2 machen noch auf aggro, aber sie haben Angst. Sie haben Angst. Da fallen sie beide, nur noch der eine mit seinem jämmerlichen Schild. Es ist hier kein Dark Souls. Nee, ne, das ist vorbei. Nicht Dark Souls. Na, naja, jetzt gibt's die Blutviole, guck dir das mal an. Ja. Und noch eine, geil, 10 Blutviolen, jetzt fühle ich mich unbesiegt. Lea, lag noch was rum. Ja? Das ist nur eine Sache, glaube ich. Nee, okay, Entschuldigung. Ein Hinweis war das, der hat einen Hinweis getarnt als... Ja, diese Gullideckel erinnern mich immer an, ich denke da immer, da strahlt was. Okay, das schaffst du doch. Achtung, rechts! Wie fies der einfach so ins Bild geplatzt ist. Boah, der hat mich noch angezündet. Oh, ich muss jemanden angreifen. Ja, jetzt krieg ich meine Dings nicht zurück. Ist hier irgendwo einer? Nee, vorbei. Scheiße. Okay, dann schlachte ich die hier weg. War hier nicht auch einer? Nee. Hä? Da war doch einer. Nee. Ist der vielleicht runtergekommen? Man weiß es nicht. Okay. Hier war rechts einer. Quecksilberkugeln. 15 haben wir schon angesammelt. Nice. So, hier rechts neben der Ecke war einer. Okay, hack, hack, hack. Weiter, weiter, weiter. Hier war auch noch irgendwo einer. Hinter der Tür. Okay. Da hinten war noch einer. Da. Feige Sau, siehst du das, wie der wartet? Naja, egal. Jetzt hast du jedenfalls sehr viel Munition. Die magische Grenze sind, glaube ich, eher so 3 oder 4. Ja, ich habe nicht mehr, weil du ich hatte nicht alle so Bock, einfach mit einem Schlag in so 4 Leute reinzuhacken. Aber das war ein bisschen zu arrogant. Aber man muss das ja erstmal auch ein bisschen sich ein Gefühl dafür erarbeiten, wie mächtig die sind. Wieso ist das hier schon wieder so doof? So. Okay, dann gehen wir da mal direkt hin, ne? Bam, 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 bam. Tja, tja. The Knight of the Hand. Falsche Richtung? Ah, falsche Richtung, ne? Du, 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 du. Vorsicht, Feind. Mal gucken, ob wir irgendwas noch liegen lassen? Nee. Ah, wir müssen da mal langsam zur Rande kommen jetzt hier. Ja, ist doch super. Ich meine, wir haben jetzt... Ist doch gut. Wir sind jetzt schon mal... Ist alles gut. Wir sind jetzt gar nicht so schlecht dabei. Schon wieder... Immer R2, ne? Das ist so verlockend, aber der Move ist einfach... Okay. Junge, wie so ein... Wie das von dieser Schatten... Shadow Walker. Oh, shit. Shit, egal. Da brauche ich ein bisschen... Entschuldigung, ich kann nicht zuhören, aber ich brauche ein bisschen Reichweite. Nein! Da bist du bei Rocket Beans falsch. Sehr nett. Bös... Selbstreferenziell, du zeigst, dass du auch einstecken kannst. Gut gemacht. Darauf eine Fiole. Aber er hat den, nicht den Wind auch im Mantel gespürt. Ich wollte ihn in Wind zufächern, mein Herr. Ah, okay, das, siehst du, das kann man auch noch machen. Also. So und dann mit L1. Also einfach nur das Drücken von L1 ist auch nochmal eigentlich ein Move.
Okay. Also, ich weiß nicht. Also, ich habe das Gefühl, dass man das auch halt. Ja, ja, aber, genau. Aber. Siehst du? Selbst das Ausklappen ist dann noch, wenn man unbedingt will, kann Schmerzen verursachen. Item. Ist das eins? Das ist recht. Da, ich mag eigentlich, ich mag die sehr, diese Dinge, aber die verwirren mich sehr. Ja, dass die da rauskommen, ist cool. Vielleicht kann man. Aber es ist so. Man kann die vielleicht auch ausschalten, wenn man offline spielt. Das sind doch auch nicht so Tutorial-Texte, sondern das sind auch wieder so von Leuten, so Hinweise. Man kann die bestimmt mehr offline spielen. Ich will es aber eigentlich, finde ich sehr cool. Es macht ja irgendwie, es gibt ja, macht ja viel, trägt viel zur Stimmung bei. Es sind nicht einfach nur irgendwelche hässlichen Pop-ups oder so. Ja. Nee, das ist super gemacht, auf jeden Fall. Okay, kurz mal gucken, hoffentlich kommt jetzt hier keiner vorbei. Die hatten wir auch schon. Hatten wir schon? Mhm. Ja, das ist der, okay. Nein, ich finde das so geil. Ich kann ihn gar nicht anvisieren, siehst du, weil er irgendwie noch nicht erkannt hat als Feind. Er hat auch ein Item. Bam, 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 bam. Das war interessant. War gut. Fisch. Away. Fuck, Mann. Okay, du bist irgendwie hier so lang gelaufen und dann haben die sich verteilt. Das würde ich auch. Ja, ich bin erstmal oben lang, hab die beiden Typen da oben platt gemacht, dann habe ich. Ja, den auch noch, dann sind es drei. Und dann bin ich. Gibt's auch immer noch Items eigentlich? Jein, also ich hätte jetzt keine. Ich achte so aus dem Augenwinkel drauf, ob es beim Runterfallen irgendwas blinkt. Ah, oh Gott, den hätte ich da jetzt zu mir mal nicht warnen können. Da wusstest du auch nicht mehr, ne? Dass er doch, ich hatte nur gedacht, du weißt es noch. Nee! Ich spiele gerade Until Dawn für After Dark, ich schwöre, der ist ein Jumpscare nach dem anderen. Das ist so absurd. Ich hatte einen, mich gerade drüber aufgeregt und wirklich eine Minute später renne ich in den nächsten rein. Ah, da sind sie. Da sind sie schon. Warte doch, warte doch. Komm, schlag! Okay. Was haben die für komische Köpfe da? Die haben so, was ist das? Wie diesen Drachenkopf haben die so Wolfsköpfe, oder? Man sieht's kaum. Die haben so richtig so zotteliges Moorhaar. Ja, vielleicht sind die auch so Verbände, so wie der Unsichtbare. Ja. So komplett alte Verbände. Schön die Ekligen mit dem Eiter dran und so. Immer falsch, Simon K. Fuck, ich will hier mal cooler irgendwie. Ich will cool ausweichen und von hinten irgendwie zuschlagen und so. Das ist cool. Noch nicht cool geklappt. Man kann nicht versuchen, cool zu sein. Das ist ein Widerspruch in sich. Entweder man ist cool, oder man ist es nicht. Jemand, der versucht, cool zu sein, ist nicht cool. Derselbe Typ. Ja. Kommt da einer hoch? Oder links gehen welche lang? Vielleicht sollte ich mir die schnappen. Aber da komme ich so nicht hin. Dahin, die anderen drei, der andere Dreierverbund da links ist auch noch unterwegs. Das Gefühl, man muss hier wirklich schon so ein bisschen aufpassen, dass man nicht in diese Menge reinrennt. Das ist mit das Hauptproblem. Ja, man muss ein bisschen taktisch sein auch. Ja. Ist doch okay. Ist hier was? Nein, stimmt. Keine Lampe, keine Leute. Da links ist noch so ein Trupp von denen. Runter. Hier? Nee, runter und dann links den Weg runter. Rechts runter meinst du? Das hier. Links. Hä? Ich weiß nicht, was du meinst. Du bist richtig und dann links halt, meine ich. Okay. Ist da nicht jetzt links noch ein Trupp gewesen? Das ist rechts. Das ist, ja, ich... Nils. Ernsthaft. Du meinst der hier rechts lang gelaufen ist, ne? Der ist hier oben lang gelaufen, aber ich glaube, ich komme hier nicht drauf. Okay. Ich komme hier nicht hin. Ich hatte nur eben welche gesehen, die da in diese Richtung sind. Die kommen auch sicher noch. Die laufen ja einfach die ganze Zeit rum. Ja. Patrouillieren vor sich hin. Jetzt sind sie ein paar weg. Jetzt sind ein paar. Oh, da kommen sie wieder links. Ja. Scheiße. Die kann ich doch jetzt abgreifen. Man könnte da auch. Ich gehe mit meiner Laterne. Meine Laterne mit mir runterlegen. Meine Laterne mit mir. Ich war früher so neidisch auf die Kinder, die nicht so eine kleine Kerze hatten, sondern so ein automatisches Licht. Mhm. Dabei ist die Kerze doch echt viel geiler. Ja, klar. Oh, fuck, du Arschgeigengesicht! Fuck, Mann, der macht mich wütend, der Typ. Ja, dann töte ihn doch. Wut ist das beste Gefühl der Welt. Kommt! Uiuiui! Wie ein Frosch kann er hüpfen. Dabei habe ich. Wollte eben noch so schön ausklappen.
Eigentlich ist es doch geil, wenn du aus der Entfernung erstmal einen langen und dann schnell zwei Combo mit dem kurzen. Ja, so, und dann wieder am Ende nochmal den langen oder so. Es gibt da bestimmt irgendwelche geilen, sinnvollen Abläufe. Die sind schon vorsichtig. Ja. Die wollen es nicht so sehr wie die anderen in Dark Souls. Das stimmt, ja. Die haben schon noch andere Sachen vor. Oh nein! Und da kommt immer so einer! Diese hektischen! Ha, ha, ha! Wo bin ich? Wahnsinnigen. Es tut mir leid, dass ich hier so vorsichtig gerade bin. Ich sehe einfach doch, keine... Das ist doch völlig okay. So ist... Na, es ist ganz entgegen meines Spielstils, ja. Heute mal. Da habe ich gerade so gespielt wie du. Und was ist passiert? Übermut tut selten gut. Ich habe Angst vor diesem Ballermann. Brauchst du nicht hingehen. Ich mag die Musik auch nicht. Der Ballermann kommt langsam, aber sicher zu uns. Das stimmt, er ist in unseren eigenen Reihen bereits. Okay! Man hört ihn schon nachladen. Boah, nice. Immer in Bewegung bleiben wegen dem Schießen. Ey, wie lang? Gestorben. Oh, was? Nee, so schnell? Ich bin voll rein, Mann. Ich wollte extra nicht eine Blutfiole nutzen. Aber das ist okay, du kommst zu denen hin. Ah, holst du dir schön die Seelen wieder. Das waren einige. Aber du musst jetzt auch nicht, weil ich da jetzt gerade 10 Fiolen gekauft habe und keine benutzt habe, weil ich dumm war, musst du jetzt auch nicht denken, dass du jetzt mir genauso jetzt viel nicht, hinterlassen nein, musst, wie ich dir gegeben habe. Nein, ich glaube, ich will jetzt auch nicht der sein, der sie alle irgendwie wegknuspert. Ja. Aber ich muss jetzt auch nicht noch zaghafter spielen. Vielleicht müssen wir ein bisschen, vielleicht ist es auch gut, wenn wir aggressiver sind. Ich bin mir sicher. Aber ich wette, es gibt ein, zwei Moves, mit denen man in so eine Mitte reinspringen kann und dann ist da erstmal Ruhe. Oh, das nervt mich. Das nervt mich am meisten, die Fackel. Away, away. Also wenn du einmal getroffen wirst, brauchst du, ich würde sagen, 2 bis 3 Schläge, bis du wieder volle Energie hast. Ja. Jetzt mal, wenn du die jetzt triggerst, hast du ja schon mal, genau, so 2 schon mal weg. Gut, 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 gut. Einer. Ah. Sehr schön. Der Rechte hat gar nichts. An was bin ich schuld? Das Gefühl, das Gefühl, dass diese Schuldzuweisung nicht angemessen ist. An was soll ich denn Schuld haben? An seinem Tod offensichtlich, ja. Das stimmt. Das, danach kann er das sagen. Ja. Der ist immer ganz gut alleine. Irgendwie. Kannst ruhig auch mal ein bisschen beschießen. Das müssen wir ja auch lernen. Ja, das stimmt. Aber ich will das eher so als Deckung nutzen. Das muss ich erstmal noch ein bisschen raffen. Das mache ich. Ich habe immer so Schiss, dass in. Ja. Mit so einem in so einer Gruppe irgendwie zu üben. Aber das muss man bestimmt mal machen. Und du hast auch völlig recht, man muss mehr dieses Wechseln und so. Man muss da richtig mal sich schlau machen. Wie das, ach nee, hier ist ja nichts, wie das funktioniert. Gut, gut, gut. Jetzt bist du voll mit Kugeln. Ach, echt? Ich nehme an, blau heißt voll. Fuck. Lass mal probieren. Ah, scheiße, ich wollte das. Ja, hol dir erstmal. Ich wollte das mal probieren mit dem. Jetzt, wo ich voll bin mit der Kugel. Hier war der irgendwo. Da. Gut, gut, gut. Schön vom Timing in deren Schläge immer rein. Ja, gut nachgesetzt. So. Ah, schön. Violen. Oh, ist gut, echt gut.
Das tut richtig gut. Blut tut gut. Wer hätte das gedacht? Ja. So, das hast du schon ziemlich dezimiert. Da sind noch zwei, die hole ich mir als nächstes. Genau, und dann kannst du ans Feuer, glaube ich, langsam. Die kriegst du noch. Ich will erstmal auch den Typen holen, der dich ermordet hat. Ich glaube, das könnte sogar einer von denen sein. Erkennst du sie wieder? Das war der mit dem Feuer, oder? Dachte ich. Ist die Frage, wer den Kill bekommen hat. Sie waren ja zu zweit. Oh, oh. Ah, nein, oh, oh, schnell. Mehr. Das war... Es kann halt manchmal doch sehr knapp werden. Ja, ich hatte keine, wie nennt sich das? Ach so? Ja. Oh. Jawohl. Aber noch habe ich ihn nicht erwischt, der Typ, der dich... Nö, der muss dann doch da hinten sein. Ach, war das nicht da oben sogar? Da oben weiter. Ja, es war einer von denen, die da hochgelaufen sind. Das könnten hier die sein. Die, ich meine, die sehen alle gleich aus. Denk dran, dass da der Typ mit der Knarre ist. Ja, ja. Der hat dich noch nicht gesehen. Jetzt hat er dich gesehen. Jetzt fängt er an zu schießen. Oh! 2500. Nice. Es lohnt sich doch. Was wir hier machen, hat Sinn. Ergibt Sinn. Ist doch so ein, da kann man doch runterhüpfen. Da werde ich versuchen, mal diesem Schützen da in den Rücken zu fallen. Und hier? Wo ist der jetzt? Nee, ja, da kannst du runter, ja. Wo ist der mit der Knarre? Rechts, rechts. Ne, muss man da. Links neben der Kutsche. Hoch. Da. Neben der Energieleiste. Du meinst den Schießer, ja, den ja, Schützen, genau. Der ist ja. Oben. Da. Ach, da! Ich dachte, dass hier unten auch noch ist. Ist das nicht auch einer, der da... Der hat ein Schild. Ich glaube nicht. Der hat ein Schild? Der Fackel und Schild. Nee, der hat auch eine Knarre. Siehst du, der Hä? Der da steht? Nee, hier unten rechts direkt. Ich zeig dir, wo. Lauf direkt hin. Ja, gut, aber... Der hier. Ah! Nee, den habe ich nicht gesehen. Oh, oh. Alter. Wie er auch einfach knallhart mich getroffen hat. Der hat ihn noch nicht... Mach den erstmal alle. Der andere hatte ich noch nicht gesehen mit der Waffe. Bei einem Drecksköterhund schon wieder. So, jetzt haben wir es fast. Diese Köter hasse ich seit... Demon's Souls, ja. Die haben sich auch nicht verändert. Immer noch genauso scheiße. Oh, oh. Traut er sich jetzt? Nein. Ja, da kommt er. Komm, komm. Okay, jetzt ist sie auch weg. Ja, schieß mal. Alter, hängen bleiben. Da kommen die von ihrer Patrouille wieder. Und jetzt hier runter. Ja. Der kommt runter, ist doch okay. Dann komm her hier, Homie. Und ich laufe an dem vorbei und dann laufe ich hoch und hol mir erst den Schießgesellen. Der Hut blockiert. Alter. This turn's finished. Ah, dumm. Da kommt eigentlich schon wieder dieser Übermut. Ah, scheiße, die sind voll. Ich muss mehr Quecksilberkugeln auch nutzen. Da liegt noch was. Oh! Was liegt denn hier? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh.
Unangenehm. Was ist so groß, dass es die Tür zum Wanken bringt? Oh, siehst du, da geht's aber rechts weiter. Ja, bis danach gucken. So, was ist denn hier noch? Hm. Kaltbluttau. Hm. Na gut. Okay, dann haben wir schon mal diesen Abschnitt irgendwie ein bisschen. Oh nein, Simon, was ist das? Oh, warte mal, ich habe so dunkle Erinnerungen, dass hier irgendwas Fettes ist. Irgendwas. Hier ist wieder eine rote Laterne. Die feiern da drin. Wir machen so eine ganz ausschweifende Party. I don't reckon you're from round here. Well, stuck outside on a night of the hunt. Oh, you poor, poor thing. Ich finde die Jungs nicht okay. Erstmal so eine Fiole hier, mir ist es so riskant. Also alle müssen hier sterben. Ich glaube, du kannst, genau. Ach, guck mal hier. Ja, kannst du durch. Okay, und was ist jetzt auf der anderen Seite? Da hinten! Da habe ich gerade was gesehen. So ein Riesenschatten. Nee, Mann, das mache ich jetzt nicht. Wobei, wenn ich das Tor aufmache, ist es ein Shortcut, ne? Aber mir ist das jetzt zu blöd. Ich gucke mir erstmal die andere Richtung da an. Naja, Shortcut, du bist direkt daneben. Ja. Dran vorbeigelaufen, also. Oh, diese Szene ist doch genau wie damals. Das ist genau wie damals in Demon's Souls. Weißt du das noch? Du. Nur, dass du da jetzt rauskommst. Meine Güte, ey. Hasse ich die, weil die so schnell sind, ey. Ich verlaufe mich schon wieder so. Da geht's hoch und da geht's runter. Okay. Nope. Leslie Nope. Eine Tür. Oh, guck mal, hier geht's rein. Hallo, ich bin's. Oh, was ist da? Ah! Alter, Mann, es ist so dunkel, man sieht doch nichts, ne? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich sehe nichts. Gar nichts. Ah! Was bist du? Ah! Motherfucker! Der hat sich gefreut, dass Motherfucker! Du ein letztes Mal konnte er noch jagen. Oh, wie ist das? Ich muss mich an Breaking Bad erinnert, diese eine Szene. Aber du hast ihm ein schönes Ende bereitet. So wollte er immer sterben. Ja, das stimmt. Aber ich nicht. Was ist das? Oh, das fand ich jetzt voll gemein. Hörst du Stimmen? Die kommen von hier. Aus deinem Kopf. Warte, da ist eine Treppe hoch. Und die Tür geht's wahrscheinlich auch durch. Da ist ein Item. Erstmal die Treppe hoch, bevor ich aus dem Haus rausgehe.
ich mag das nicht. Ja, da ist irgendwas. Hier. Ah, sorry, die Sicht ist gerade richtig miserabel schlecht. Fürchterlich nervig. Man nichts erkennt. Aber da geht's auch noch hoch. Oh, geil. Oh, geil! Und so ein Finisher. Keine Ahnung, wo ich jetzt. Oh nein. Oh, ich habe keine Ahnung, ob die. Sind die härter als die anderen? Man weiß es nicht. Die sehen härter aus, ne? Die sind so schwarz. Hier oben, da genau, das, da kamen wir her, guck. Da kamen wir her. Shit. Aber hat die nicht... Da hinten ist auch irgend so ein... Scheiße. Ist das... Oh Gott. Kommt man da hoch? Oh Gott, scheiße, ich hab ein bisschen Schiss. Da gerade durch kann man... Okay, ich versuch's mal. Kaltblutau. Oh, es ist nervig. Ich habe jetzt auch ganz schön viele Seelen schon gesammelt. Ich habe irgendwie so eine Verlustangst gerade. Oh, da ist der Riese wieder. Shit, hier kam ich her. Da kam ich her. Und da ist die Tür, durch die wir reingegangen sind. Okay, alles klar. Das hängt hier alles zusammen. Dann sind wir... Nee, da kamen wir her, genau. Da ist der Riese, den will ich nicht. Und hier hoch geht es jetzt wieder zu diesen schwarzen Pumas, aber da komme ich nicht hoch. Also ich muss den Weg zurückgehen, alles klar, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann da hoch. Ich würde gerne mal wieder so eine Lampe finden, ehrlich gesagt. Ich finde, wir sind jetzt ganz schön weit gekommen dafür, dass wir noch keine Lampe haben. Siehst du das nicht ähnlich? Tja. Okay, guck mal. Gehen wir mal da rechts. Gehen wir zurück und dann nochmal. Ah! Ich glaube, da oben könnte eine vielleicht gewesen sein. Motherfucker. Okay, warte. Ich bin mir aber nicht sicher, da leuchtete was, aber ich sehe gerade, dass hier die Eingänge alle leuchten. Aber hier oben. Da ist noch ein Item auch. Hier hoch, meinst du? Nee, egal. Im Gebäude, aber wurscht. Oh. Blutsteinscherbe. Irgendwas sammle ich hier jedenfalls. Ist das eine Tür? Ist das die Tür zu unserem Anfang? Nee, ne? Doch. Ist sie. Oh! Diese wunderschöne Erleichterung. Das ist schön. Ein Shortcut ist entdeckt. Yay! Und da ist die Lampe. Oh, wie geil ist das denn? Okay. Das ist ein guter Zeitpunkt, um Werbung zu machen. Auf jeden Fall. Oh. Der beste wahrscheinlich. Gleich geht's hier weiter. Oh, wie schön. Hi. Hi. Herzlich willkommen zurück. Unser Superregisseur Paul hat in der Zwischenzeit das Intro ausfindig gemacht, welches wir bei der ersten Teaser-Session aus Versehen übersprungen hatten, weil wir dann in die Werbung gegangen sind. Und dann kam das Ding und haben es nicht gesehen. Deswegen gucken wir uns das jetzt noch mal ganz gemeinsam an, falls ihr gerade erst einschaltet. Das ist quasi das, was kommt, wenn man zum ersten Mal stirbt, dann irgendwie auf diesem Friedhof da ist. Da sieht man so eine Sequenz und die gucken wir uns jetzt an. Noch kein Sound? Ich weiß nicht, ob da noch Sound kommt. Das ist es, oder was? Hä? Nein. Nee.
Da hat jemand in der Regie vielleicht das falsche Video sich angeguckt. Ich habe denen ja gesagt, welches, wonach sie gucken sollen. Ah, ja, ja. Alles gut, das ist nicht Regies Schuld. Das ist noch immer das Gleiche. Also jetzt. Deine Schuld. Ja, ja, ich hab Paul gesagt, was er zeigen soll. Ich habe ihm in der Werbepause gesucht und habe ihm einfach gesagt, was ich gesucht habe. Das ist nicht Pauls Schuld. Aber vielleicht ist es auch ein anderes Video. Egal, ihr könnt ja mal einen Link schicken. Twittert uns mal einen Link. Ja, ich glaube, das wäre am einfachsten. Und dann machen wir das so, genau. Ja, danke, Paul. Danke für nichts, Paul. Danke für nichts. Nee, das ist leider unnötig. Dann machst du mal einen Strich bei Paul hinter dem Namen. Nee, gedanklich. Oh, da sind aber viele, muss ich zwei Seiten weiter wegen den ganzen Strichen. Ja. Genau. Und kannst du mal das Blinken hier ausmachen? Ja, ist auch nervig, Paul. Komm, ich mach nochmal. Mach noch einen Strich bei Paul. So, also herzlich willkommen zurück hier bei Bloodborne. Simon und ich haben gerade einen Shortcut hier entdeckt durch diese Tür und haben gerade schon in der Werbepause zaghaft diskutiert, was wir jetzt machen, ob wir weitergehen oder das Geld versuchen irgendwie unter die Leute zu bringen, weil ich habe echt jetzt Schiss, mit so viel Kohle rumzulaufen. Wir haben aber keine Entscheidung getroffen, deswegen laufe ich jetzt einfach weiter. Ne, ich meine, du kannst ja gerne mal gucken, aber ich kann mich jetzt an nichts erinnern, was da gewesen wäre, was wir unbedingt hätten haben wollen. Fiolen oder so. Ja, aber das haben wir ja alles, ne? Viele Fiolen, das ist nun wirklich viele Fiolen. Kein Problem mehr. Ist das normal, dass da die Tür offen ist? Da bin ich. Ach ja, da ist sie hergekommen. Ja, okay. Wir haben jetzt auch ein bisschen das Gamma erhöht, dass es nicht mehr ganz so dunkel ist. Jein, hast du? Weil wir haben es nur hier an unserem Fernseher erhöht. Auch hast du es auch im Spiel? Achso, nee. Okay. Wir haben es nur hier am Fernseher. Dann wir sehen jetzt hier ein bisschen besser. Bei euch hat sich nicht geändert. Ist das der gleiche Typ, der auch da hinten hinter der Ecke steht? Weißt du das? Also von der Gegner, er hat eine andere Waffe, es könnte derselbe sein. Aber von der, er hat eine andere von Waffe. Der Stärke wird er das sein, ne? Ich weiß es nicht, aber zwei von denen ist schon heftig. Ja, ich versuche erstmal die Hunde. Also einer wäre ja wirklich mal machbar. Könnte man mal austesten. Aber zwei, bitte. Ja, ich versuche die Hunde. Das Gute ist, wenn ich jetzt sterbe, komme ich endlich mal wieder ran. Kommst du endlich mal wieder ran und die Seelen. Hier geht's zu dieser Brücke. Ich muss ja mal irgendwas jetzt testen. Ich kann jetzt ja nicht ewig warten. Ich hab nur Schiss, die Seelen zu verlieren. Doch, ich kenne dich ja schon länger und ich weiß, du kannst. Ah, aber jetzt mache ich das auch nicht. Ja. Kannst du nur einen locken vielleicht? Ja, das ist gut. Gut, geht's um die Ecke. Weil jetzt hast du nur einen. Oh, wundervoll. Oh, wenig fucking Schaden. Oh, weg. Ja, du kriegst ihn aber. Oh nein, der zweite. Lass ihn nicht rein. Geschlossen. Für alle Fälle. Okay, wenn er. Nee, aber du musst jetzt gleich, mach mal du. Du musst gleich schießen. Oder auch nicht. So ist natürlich easy. Cheesy Nils ist. Geil! Betrüger Nils ist am Start. Der. Man nannte ihn den Cheeser. Alter. Okay. Goddammit, jetzt hast du es doch fast! Schieß einfach mal! Das ist übrigens ein Werwolf. Vielleicht bringt Silbergeschoss da richtig viel. Das ist ein guter Hinweis. Ich möchte. Alter, ich will ihn nicht anwählen. Alter. Jede Sekunde könntest du tot sein. Ja, irgendwie echt ein bisschen schießt, dass die da nicht durchkommen. Aber gut zu wissen. Zurück, Energie. Alter, ey. Ich trau mich nicht, da jetzt diese Gegenattacke zu machen. Selbst beim Schießen kassiere ich noch. Ja? Was? Das Video war richtig? Ja, danke, dann habe ich ja alles richtig gemacht. Aber das ist doch kein Video, da haben wir doch gar nichts gesehen. Was ist denn da passiert? Der ist aufgestanden. Das ist doch kein Video. Das ist ein Schnipsel. Das gibt's jetzt nicht, ey. Das hätte man uns echt sparen können. Das hätte man sich sparen können. Aber was das jetzt erklären soll, weiß ich auch nicht, dieses Video. Ja, weil alle waren so, oh, ihr habt das verpasst und so. Voll wichtig. Geht 3 Stunden mit 4 wichtigen Hollywood-Stars. Achso, darum geht's. Mach dich nicht darüber lustig, Paul. Ey, ist dir eigentlich bewusst, dass ich hier gerade. Übel. Wir haben es schon verstanden, ja. Du hattest keine Schuld. Bottomline, Paul hat weder in der einen noch der anderen Welt Schuld. Alles gut. Ist dir eigentlich bewusst, dass ich gerade 2 Gegner, die ich eigentlich überhaupt nicht besiegen kann, mega geil gecheased habe und jetzt hier irgendwo bin, wo ich eigentlich noch nicht sein sollte? Ich denke immer noch, wir haben ja auch einen sehr lame Charakter. Ich glaube, andere würden da vorbeikommen. Ja, wahrscheinlich. Aber jetzt ist hier halt auch nichts. Hat sich überhaupt nicht gelohnt. Doch. Ja, und
Eine Prozent. Ey, wer weiß, wofür. Kann wichtig sein, ja. Wer weiß das. Am Ende denken wir, oh, voll geil, dass wir die haben. Na, Scherben sind ja erfahrungsgemäß immer wichtig. Ich weiß auch nicht, ob hier in diesen Dingern irgendwas immer drin ist. Okay, vielleicht. Also, ich habe jetzt hier zwei Wege zumindest, die ich jetzt hier freigeschaltet habe. Also immer von oben einmal runter gucken. Okay, das ist wieder The Night of the Hunt. Item. Geil. Schindschere. Oh, oh! Das war knapp. Da kannst du aber runter. Ja. Okay, und auf der anderen Seite da so ein Item. Oh, noch ein Item. Okay, es lohnt sich hier rumzulaufen. Blutsteinscherbe. Oh, und das ist hier auch wieder The Night of the Hunt. Okay, alles klar. Siehst du wohl? Das ist direkt unter uns. Ja, das könnte ich theoretisch einmal da runter jumpen. Oder erstmal die andere Luzi da auf der Brücke auschecken. Da ist eine Leiter, das heißt, ich komme da theoretisch auch wieder hoch. Ich weiß nicht, ob man da runterfallen soll. Geht's auf jeden Fall wieder runter. Leiter ist sie nicht mehr. Okay. Katakomben. Oh, da sind. Guck mal, Simon, da sind wieder Ratten. Schön. Da sind wieder Ratten. Okay, ich gehe jetzt einmal, bevor ich es nicht mehr kann. Jetzt weiß ich, wo es hier hingeht. Auf die Brücke und die andere Abbiegung an. Was ist das da? Nichts hier, außer Korruption. Okay. Oh. Shit. Komm ich jetzt mal wieder rüber? Ja, vielleicht können die Särge töten, oder? Gut. Da wissen wir, da geht's in irgendeine Kanalisation mit fiesen Ratten. Und so ein paar Gegnertypen kennt man ja schon. Mal gucken, was hier ist. Geht's auch irgendwo hin? Ah, okay. Das ist da, wo ich auch eben war, wo dieser. In die Richtung geht's zurück auch zur Jagd. Oh. 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 Oh, okay. Ja, dann komm her hier, Mumi. Ich kann die jetzt auch mit Kiel beschmeißen. Oh, der Hund hat mich schon gewittert, oder? Ja. Okay, okay. Die sind. Oh, noch ein Köter. Ich dreh durch, ey! Kann mich jetzt. Komm. Shit. Gehen da lang. Komm jetzt hier wieder um die Ecke. Gehen erstmal den Hund platt machen. Oh! Riese! Mother! Hast du den Riesen auch gesehen? Mhm. Oh Gott, im Himmel. Ich bin viel zu schwach für diese Art von Gegnern. Ich kann die ja nicht alle cheesen. Da komme ich niemals an dem vorbei. Was hat der in der Hand? Ein Backstein? Scheiße. Nee, ich traue mir das nicht zu. Ich glaube, noch nicht platt wie Flunder. Alter, da habe ich ja wohl gar keine Chance. Ne, vergiss es, ich gehe in die Kanalisation. Dafür sind wir noch nicht stark genug einfach. Mal gucken, wie es da unten ist. Da ist auch noch so ein Wurstmann. Das ist eine Leiter. Da ist eine ganz hohe Leiter. Oh, die hätte ich einfach. Oh Gott, ich hätte einfach die Leiter runterspringen müssen.
Mega dumm von mir. Okay. Da oder da? Da ist ein Typ, ich springe ihm gleich mal auf den Kopf. Den da. Das ist immer eine gute Idee. Was schnauft denn? Wieso schnauft er denn so? Alter, hat das überhaupt nicht funktioniert? Oh, er ist sehr stark, Simon! Und ich bin sehr schwach. Na, zurück. Du schaffst ihn schon. Oh. Gib mir sofort eine Blutsteinscherbe. Oh Gott, ich habe das Gefühl, ich bin massiv unterlevelt für diesen Abschnitt. Ich will ein Level-Up irgendwo kaufen können. Ich finde es nicht in Ordnung. Was ist das denn für einer? Siehst du den dünnen da? Mhm. Das ist doch auch wieder irgendein. Oh Gott im Himmel. Okay, ist diese leider. Ach nee, ey. Ich will dir im Rücken fallen. Timing is of the essence. Er hat mich erwischt. Da kommt er. Aber wütend, ey. Ein ganz wütender kleiner Mann. Bin nicht mehr. Wo bist du da? Okay, den haben wir auch. Ich weiß genau, was gleich passiert. Ich werde gleich irgendwo verrecken. Und dann haben wir hier fast 5000 Seelen. Vergeudet. Geht's hier runter? Ja, da geht's runter. Oh Gott, der hat so einen Megaspeer. Oh, ich hab Angst. Okay, geht nicht. Okay, komm mal her. Oh Gott, ist das ein hässliches. Was ist denn mit dem Mann passiert, ey? Was ist mit dem passiert? Der klingt wie so ein Butterfass. Ganz genau. Was machst du da? Der hat auf mich eingehakt. Oh, okay. Hinter mir! Nee! Alter, Energie. Ah, das war unnötig. Ich dachte, da ist einer hinter mir gekommen. Ja, das war echt unnötig. Aber ich hatte auch das Gefühl, es ist immer an der Zeit, dass ich einen Schluck Wasser trinke. Wie soll ich denn jetzt da runterkommen? Easy, den Weg weiß ich noch. Den kann ich dir sagen. Wieso bin ich denn jetzt gegen den verreckt? Das war ja mega dumm. Das war doof von mir. Ich möchte mich entschuldigen für so viel Dummheit. Links rum oder rechts rum? Links. Und. Und dann sind wir hoch. Denk dran, da sind noch Typen drin jetzt. Sollen wir uns da rein und dann hoch? Mhm. Typen? Waren da mehr als ja, oben. Achso, war der Opa. Aber der ist für immer tot? Ja. Nee, der lebt noch. Der lebt noch. Er ist nicht tot zu kriegen, der alte Mann. Den hätte ich ja schießen sollen. Da war, glaube ich, auch noch einer da oben. Ja. So, hier waren. Ach nee, hier waren die. Da waren die Typen, die sind immer noch da. Du kannst vielleicht auch an denen vorbeilaufen und dann da runterspringen. Weiß ich nicht. Oder du machst es so wie ich.
Geben schon auch viele Seelen. Ja, ich muss sie ja jetzt eigentlich machen, ne? Ich kann die Seelen ja jetzt nicht einfach da liegen lassen. Hm. Ja. Na, ich weiß nicht, ob das so geil ist. Jetzt, ich verrecke jetzt sicher. So, jetzt will ich mal gucken, ob die Silberkugeln nicht irgendwas bringen. Oh, Scheiße, nee. Greif doch mal an jetzt! Es gibt schöne Seelen. Ey, das ist doch bestimmt ein geiler Farmspot, oder? Gerade am Anfang. Ein bisschen langweilig, aber. Ja, voll langweilig. Scheiße. Ja, okay, ja, wenn man so macht, dann kommt man vielleicht doch nicht hin. Mal gucken. So, das geht ja, ja, das habe ich auch gelernt. Einfach bloß nicht gierig werden. Wir haben den Chat nicht an, aber ich kann mir vorstellen, was der Chat zu unserer Taktik sagt. Aber ich bin der Meinung, ey, wenn die halt zu groß sind. Die sind mega begeistert. Wenn die zu groß sind, durch die Tür zu passen, das ist, und so, aber gleichzeitig zu dumm, um das zu checken, das ist ja nicht unsere Schuld. Ja, vor allem soll ich die Seelen jetzt einfach liegen lassen, oder wer? Das geht sowieso nicht. Ja, das geht sowieso nicht. Ich meine, ich habe es ja vorhin auch schon gemacht, von daher, der zweite ist auch noch da. Der war, glaube ich, gut. Der Schuss hat ihn, glaube ich, gestunt. Ja. Hey, dann zieht man ihn noch mehr ab. Okay. Ich bin schon ganz schön arrogant, wie ich da direkt vor dem Eingang ja. auch so rumstehe, ne? Ja. Ist ganz schön dumm. Oh, ich kann ja auch aufladen. Das ja. haben wir noch gar nicht gemacht bei dem. Sehr gut. Oh Mann, ey. Also ohne diese Cheese-Nummer wären die, ich glaube, nicht nee. Schaffbar für uns. Weil die doch zu zweit sind und dann bewegen die sich noch. Und dann da rechts runter und dann in die Kanalisation. Okay. Liegt da hinten dieses eine Ding noch oder sind die dann immer weg? Hier da hinten war doch noch was. Die Scherbe, glaubst du, die liegt jetzt immer noch hier? Oder wieder? Nee, ich glaube, solche Items sind okay. diese Seelen bei Dark Souls, glaube ich. Das wäre noch schöner, ja. Könnte man hier immer fahren. Ja, wäre auch blöd, das stimmt. Und dann da links. Okay, kurz gucken. Hier ist nichts, ne? Nee, da links bin ich rein. Was ist wieder alles da, was ich gewollt hatte? George for Trade. Fesseren Kisten. Liefert auch nee, über geht's Nacht. Noch, da geht's noch hoch. Liefert ihnen auch über Nacht. Ihre gebrauchte Kiste. Ihnen hat jemand eine Kiste kaputt gemacht? Kein Problem. Kein Problem. George for Trade. Der George for Trade Ersatzservice garantiert Ihnen eine neue Kiste innerhalb von 24/7 aus. Okay, jetzt kommen die, ne? Ja, also die beiden Bastardos und dann da hinten dieser komische Slenderman. Der Slenderman hat unsere Seelen. Dafür muss er bezahlen. Du Arschgeil, ich hab diesmal richtig krass geschossen. Oh, nice. Ah, der hat dich. Der hat dich gekillt. Nee, kann nicht sein, oder? Eigentlich der andere, aber der... Interessant, wie das hier verteilt wird. Der Vorarbeiter. Geil. Da ist der Slendy. Da ist er. Der war das. Madengesicht. Oh, nicht runterfallen! Oh, gut. Aber er lebt noch. Natürlich. Oh nein, jetzt verbündet er sich mit den Ratten. Tötet ihr die Ratten? Nee. Oh, wäre das schön gewesen. Doch, oder? Nee? Nee, die sind Kumpels, schade. Ihm ist das jetzt sehr unangenehm, dass die Ratten ja. haben. Er denkt sich, oh fuck, was. Das, ja. Da werde ich heute Abend von Frank. Werde ich einiges zu hören kriegen. Wie er so davon trottet mit seinem buckligen Körper. Ja. Sein geschundener, buckliger Körper. Kriegst du ganz unangenehm da wieder irgendwie. Ich will da hin. Das geht auch bestimmt. Muss man auf den Balken landen. Gib uns sofort das schöne Item. Das ist ein dickes Kaltblut. Geht der jetzt eigentlich wieder hier hoch, der Bucklige? Das könnte ein weiter Weg sein, ne? Oh, Rattengesicht. Hau ihn! Ja, nice! Obwohl der Schlag schon ausgeführt war, ist sie ihn trotzdem gut. Okay, aber die sind ziemlich dick. Ziemlich dick und schwer. Oh, hinter dir! Nein! Ich wollte gerade die ganze Zeit L1 drücken für Schild. Ich hab die ganze Zeit L1. Alter, ja, ist ja gut, ich bin tot. Ja, haben es alle verstanden. So. Ah, scheiße. Ja. Jetzt muss ich nämlich das gleiche nochmal machen. Ja.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kann ich mir einen Kaffee holen? Oder wird mir das negativ ausgelegt? Na, wenn ich sterbe, dann... Dann spielst du halt nochmal. Bringst du mir einen Tee mit? Oder oder ich nehme auch einen Kaffee, dann ist es einfach. Okay. Ich hab dich lieb. Das muss man immer sagen, wenn man geht, Simon. Ein Tee oder was? Nee, ich nehme auch einen Kaffee, ist egal. Simon ist weg. Das heißt, endlich sind wir mal alleine. Wir und ich. Wo bist du, Bastard? Bam, 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 bam. Er hat viel ausgehalten. Simon hat das gerade sehr gut gemacht, muss ich sagen. Sehr gut diesen Typ da bearbeitet. Ah, hier, guck mal. Ein Mück im Rollstuhl. Kann man sich ja nochmal die Quecksilberkugeln hier zurückholen. Was ist das hier eigentlich nochmal für ein Tipp? Oh, Neugier. I don't know. Bam, wieder hoch. Oh, und dann muss ich wieder diese Hunde cheesen. Ne, der war hinter mir, oder? Wo war der Typ? Da! Haha! Schurkiger. Ja, das stimmt, das ist recht. Und dann. Da, ja, noch einer! Den habe ich ja gerade. Bei Simon war der gar nicht. Ist der gar nicht zum Einsatz gekommen hier, dieser Herr. Oh, okay, man kann auch nur 20 Blutfiolen haben, alles klar. Gut, das zu wissen. Für so Einkäufe und so. Okay. Seien Sie ruhig. Ein bisschen ruhig. Okay, hallo, entschuldigen Sie bitte. Ich bin's. Sie kennen mich vielleicht aus. Komm. Ja. Ah! Ist aber auch. Ah, na! Da lebt der noch. Hängt da noch an einem Zipfel. So, nächster bitte. Wo ist er? Oh. Aber das Gefühl, der zweite ist ein bisschen wütender noch. Ja gut, er hat ja auch gesehen, wie sein Kumpel gestorben ist. Vielleicht war das auch mehr als ein Kumpel. Ich weiß nicht, wie das bei Werwölfen ist, so die Beziehung zueinander. Ich weiß nicht, wie das da läuft. Kann ja sein Geliebter gewesen sein. Oder seine Geliebte. Kann man bei Werwölfen unterscheiden? Also gibt es da... Blutfiolen. Sehr gut. Krieg ich noch eine zurück? Wenn ich jetzt hier noch eine drin? Ja. Okay. Kann man die unterscheiden? Also gibt es Werwölfinnen? Also haben jetzt Werwölfe einen Penis zum Beispiel und Werwölfinnen nicht? Oder sind Werwölfe grundsätzlich geschlechtsneutral? Wie ist das denn? Wie war das denn bei Twilight? Weiß das noch einer von euch? Simon hat das gerade eben sehr gut gemacht mit seinen Kügelchen. Aber ich will mal hier den von oben. Ich probiere das nochmal. Den von oben platt machen kann. Geht der rechts dann eigentlich komplett durch? Ne, der geht nur bis zur Hälfte. Hopp. Oh shit. Okay, soviel zum Thema von oben. Dann geht das wohl nicht mehr, ne? Oder? Kann ich dich von oben platt machen, Omi?
nice, wie ich den... Oh, war das schön. Habt ihr das gesehen? Das hat mir gut gefallen. Oh Gott, da kommt der andere. Da kommt er. Shit, das war mega dumm. Okay, das Timing war off. Mal probieren. Ja. Okay. Hat ganz gut funktioniert. Okay, wer hat denn jetzt... Ah nee, er ist ja da unten gestorben. Oh nee. Kann ich denn jetzt den Typ eigentlich... kann ich den übersehen sozusagen? Oder schmeißt er seinen Speer oder was? Keine Ahnung. Nein, okay, ich wusste, dass das unangenehme Folgen haben wird. Man darf Ratten nicht einfach so. Oh Gott, das ist ganz viel. Und wo war jetzt diese. Ja, der hatte die Seelen, okay. Alles klar. Oh, ich würde so gerne wissen, ob man hier irgendwo mal leveln kann. Okay, hier links war der Typ. Da! Nein! Oh, du kommst gerade rechtzeitig. Aber... Das ist ja derselbe Typ an derselben Ecke, oder was? Ja, aber ich habe alle Seelen geholt. Wir haben jetzt fast 7000 Seelen. Ja, jetzt haben wir wieder alle verloren. Ja, wir haben 7000. Ja, jetzt müssen wir da halt auch wieder hin jetzt. das wird, jetzt geht jetzt so lange, Moment, darf man denn auch 2 Leben verlieren? Und, also kriegt man dann die Seelen immer noch? Ich kann mich erinnern, dass das so ist, oder? Wir sind sicher mehr als das einmal ist eine berechtigte zwischen Frage, Leben aufsammeln. Aber ich würde es nicht riskieren, ich weiß es nicht. Ich will es auch nicht riskieren, aber es kann ja sein, dass mir die Entscheidung abgenommen wird. Ich will es nur schon mal sagen, ich will, übernehme keine Verantwortung für diese 8000 Seelen. Hast du ihn gezuckert? Ach ja, Entschuldigung, ich habe ein bisschen... Normalerweise würde ich sagen Stevia, aber es ist kein Stevia mehr da, deswegen ekelhafter Süßstoff. Wie lange kennst du das? Aspartam oder so. Ach, du magst gar nichts Süßes. Und du warst so süß, als du mir gesagt hast, dass ich dir was mitbringen soll, dass ich gedacht habe. Nee, ich trinke dieser Schnuppel mit einem kleinen Schluck Milch. Der nimmt im Kaffee ein wenig die Bitterkeit. Mann, es tut mir leid. Ich habe alles falsch gemacht. Ich habe dir nicht keine Milch reingemacht und dafür Süßstoff. Ja, genau. Aber es ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Es gibt Schlimmeres. Hitler war schlimmer. Hitler war ein bisschen schlimm. Die meiste Zeit. Da gab es, glaube ich, auch keinen Süßstoff. Obwohl, wahrscheinlich gab es den damals auch schon. So, der alte Mann, den werde ich natürlich nicht... soll keiner sagen, dass ich hier Opa Fiel bin. Der wird schön auch weggemacht. Wie nennen... Gibt es so eine Art... Altersangst? Nee, so eine Art... Also Rassismus für Alter. Ja, sowas. Irgendwas Phobie. Was heißt denn Alter auf Latein? Ja, genau, das wollte ich nämlich wissen. Was heißt das? Weiß ich nicht. Ah, oh, das ist so befriedigend. Schon wieder die? Ja, die haust du. Mann, können die nicht mal weg? Ja, mach sie halt einmal platt, dann ist es vorbei. Und dann haben das ist zum Kotzen, ey. Dann haben wir aber haben wir irgendwie so 8000 Seelen. Ich wette, mindestens ist das ein halbes Level ab. So, es gibt wohl, habe ich eben ganz kurz gesehen, sobald man ihn stunt, eine Art Eingeweideschlag. Das hatte ich eben hinter dir! Okay, da habe ich jetzt aber null mit gerechnet. Ja, das sind die Typen, die du eben übersehen hattest. Mann, völlig überrascht hat er mich. Scheiße, das macht mich nicht ärger. Das ärgert mich jetzt. Da ist noch einer hinter der Kiste. Dahin. Hier, auf der Ebene. Ja, dahinter diesen Fässern. Ja, da ist er. Ja, den habe ich nämlich eben auch nur durch Zufall gesehen. Der hat sich da versteckt, weil er ein Schisser ist. Der lebt noch. Und hau die doch einfach weg da, die dumme Fellnatter. Das ist so hardcore mit denen. Ey. Und vor allem, das ist so ein Typ, der auch da oben an dem Kreuz hängt und brennt, oder? Das ist doch so ein Werwolf. Ich versuche dieses Timing gerade mit den Schüssen mal hinzukriegen. War das was? Nee, das war nicht. Da wurde er nur aggressiver.
Ich glaube, also ich habe es bei Dark Souls mir immer angewöhnt, dass ich immer, wenn sozusagen, wenn die Waffe auf dem Höhepunkt war und ja, aber guck mal, die machen ja nur so, das ist so eine schnelle Klauenbewegung. Ja, vielleicht kannst du die dann gar nicht, weiß ich nicht. Siehst du, den? Ja. Den kann ich doch. Oh. Okay, das hat geklappt, ja. Aber es ist, ja, also es ist zum Trainieren natürlich gut, aber wir brauchen sie natürlich hier nicht. Haben wir seinen eigenen. Während du diese Aufgabe, für die man sich nicht konzentrieren. Was hast du gesagt? Ich wollte lediglich sagen, wo ich gerade diesen riesen Werwolf sehe. Wusstest du, wie groß Thunfische werden können? Jawohl. Ja, riesig. Riesig. Ich habe mal mit jemandem gestritten, der meinte, da, wir waren in einem Fischrestaurant und da hing hinten ein Thunfisch. Und er war absolut der Überzeugung, Thunfische sind so klein. Und wir haben den ganzen Abend gestritten. Und selbst die Kellner konnten sich aufklären, weil die nicht wussten, wie groß ein Thunfisch ist. Die können eine Länge von mindestens 4 Metern oder sowas. Also so groß war der, den ich meine. Nee. Ah, ja, ich sage, den ich meine. Ja. Okay. Verarsch mich jetzt gerade? Nein, ich dachte, nein, weil du eben Sohn meintest. Okay, aber nein, also der Typ, das war irgendjemand, das war jemand von Giga. Einer, der arbeitet heute noch hier, ich weiß aber nicht mehr genau. Fängt er mit E an oder mit B? Egal, lass uns nicht drüber reden. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es Ede war. Aber es war eine lustige Diskussion, weil ich am Ende auch nur noch geglaubt, okay, dann sind die wohl so klein. Google mal irgendwie biggest tuna ever caught oder sowas. Und ihr da draußen auch so nebenbei gleich in der Werbung, wenn ihr was tun haben wollt. Biggest Tuna ever caught, irgendwas in der Richtung, guckt euch an, da gibt's Bilder. Motherfucker, sind Thunfische groß. Kannst du auf einem Brief ganz viele Dosen machen. Die gibt's ja heute gar nicht mehr in der Größe, weil die ja völlig überfischt sind. Ja, klar. Aber das sind Giganten. Leider. Und wenn du so ein Riesenvieh hast, das ist irgendwie, was weiß ich, $2 Millionen wert oder so. Dann wirst du einfach, wenn du so einen Fisch, einmal so einen Fisch fangen und vorhin, die sind so stark, nicht, dass ich schon mal einen geangelt hätte, ich hab's nur gelesen, dass die Typen einfach nur aus Muskeln bestehen. Ja, Fische sind ja einfach nur. Das sind einfach Schwimmroboter. Die sind einfach mega krass. Da ist kein Gramm Fett dran. Sowas kennen die gar nicht. Außer der Fettfisch, der nur aus Fett besteht. der nimmt das Fett aller anderen auf sich. Jesus nimmt er die Bürde. So, okay. Wer will jetzt aufs Maul kriegen? Du kannst auch runterrutschen direkt. Fällt mir gerade ein. Ist er an der Ecke oder an der anderen Seite? Auf dieser Seite ist er, oder? Also, da wo ist der Typ, der dich gekillt hat? Ist er auf dieser Seite? Nein, der unten. Oder auf der anderen unten Seite? Unten im Wasser. Ja, Nils, auf dieser Seite des Tunnels oder auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite des Tunnels. Okay, weil dann würde ich hier. Warum soll ich dann hier runterspringen? Da vorne ist eine Leiter, meine ich. Du kannst. Du brauchst die drei Typen nicht platt machen. Da ist eine Leiter. Auf der Seite auf dem. Ja, aber hier muss ich doch dann die Ratten platten. Ich weiß nicht genau, was schlimmer ist, offen gesagt gerade. Ich finde die Typen eigentlich nicht so schlimm wie die Ratten. So, und ich meine nur, da ist die Leiter und da kannst du dann nach vorne weg. Das meinte ich. Das hier? Ja. Ja. Okay. Aber vielleicht haben die Typen auch die Seelen, ey. Was ist ja hier immer so komisch, man weiß ja nie, ne? Oder eine Ratte hat die Seele. Ich runtergehe, ey, ich will nicht von drei Ratten, wirklich. Aber die können nichts, ey. Ich hab eben auch so. Ja, die brauchen drei Schläge, dann sind die platt. Das sind bei drei Ratten dann aber schon 9. Ja. Das ist dann schon eng. Das sind in Euro auch, also in D-Mark Schläge. Also ja, die Scheiße ist nämlich jetzt, ist der nämlich auch noch unten. Das war auch nicht ganz so beabsichtigt. Guck, da ist er wütend, da will er immer noch ragen. Der ist richtig, richtig sauer. Da können wir uns nochmal vorbereiten, dass der wahrscheinlich auch gleich wiederkommt. Oder kannst du da auch auf den Balken dich fallen lassen? Das wäre ja auch lustig. Die da hinten aus? Ne? Nee, da immer nach hinten wieder. Da? Da in die Richtung, genau. Und da sind da auch noch so Balken, oder? Da, wo der. Da hängt ja auch eine. Ja, okay, das ist der letzte. Oh. Das ist der, wo du auch warst, oder? Ich meine, da kann man sich das sparen. Kannst du da auf die Radde rauf oder so? Genau. Und dann. Und Vorsicht, der andere Typ ist da auch noch unten jetzt, ne? Irgendwo. Oder ist der abgehauen? Ja, okay, der ist abgehauen. Sieht gut aus, oder? Ja. Okay. Und der Typ jetzt um links, Ecke. Ja, der hat mich erwischt. Gönn dir eine Fiole ruhig irgendwie. Der war es, da war ich ey! Alter, okay, der hat einen motherfucking Reichweite. Oh, sehr gut, der hat dich richtig gebumst, der Schlag. Ich hab doch geschossen. Ja, du hast ihn auch erwischt. Alles gut. Nein! Mein Gehirn sagt, nein, du musst zurück und eine Fiole essen. Scheiße. Oh, fuck. Im Himmel, ey. Jetzt, ne? Jetzt werden wir sehen, ob die da. Ich probier's jetzt nochmal. Kannst du auch jetzt gerne woanders hin. Also, ich probier's jetzt einmal. Ey, die Richtung ist so gut wie jeder andere. Ich probier das jetzt. Ob wir die nochmal wiederkriegen, dann wissen wir das auch. Dann ist deine Frage auch beantwortet. Und es ist ja auch wichtig zu wissen, ehrlich gesagt. Das ist ja mega wichtig. Ja, es wäre schon besser, das bei einem Typen direkt am Startplatz auszuprobieren. Ja, am liebsten wäre es mir, wenn
einfach der Gegner, die so lange hat, bis man wieder zu dem Gegner kommt. Und dass man sich überhaupt nicht mehr so stressen muss, weißt du? Das wäre schön. Herr Opa. Natürlich. Das hat er nicht gehört, weil er noch schwerhörig ist. Ja. Sonst hätte er dich erwischt. Das hat schon echt Charakter, das Spiel, muss ich wirklich sagen. Jetzt machen wir genau. Die sind echt wichtig. Die stören. Okay. Oh, jetzt kommt wieder. Das ist nicht zu glauben. Das beschissenen Werwölfe. Hallo? Der eine hat dich schon gesehen. Oh. Hat dich gesehen. Bin hier übrigens. Hm. Alter, wie ich immer nicht den Sprung hinkrieg. Alter! Und prompt bezahlt, ne? Ja. Oh oh, Energie werden schlecht. Ich wollte mir nur ein bisschen was zurückholen. Aber ich krieg ja eh gleich wieder 3 von denen oder so. Ja, leck mir am Moos. Unnötig, nur durch unnötige. Alter, ich bin ja so dämlich. Ich kann es jetzt nicht riskieren. Okay, jetzt mal ein bisschen konzentrieren. Es ist keine Attacke. Lass mal nach vorne gedrückt und dann R2. Also nicht gleichzeitig, sondern ja. Ein kleiner Tipp früher ist das, ja. Nein, wieder in die Attacke rein. Oh, Alter, Gott, sogar eine ganz schlimme rein. Alter. Oh nein, 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 weg, 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 weg. Energie. Er wollte mich mal richtig aufessen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Sehr lieb. Wie kann ich denn immer noch Probleme bekommen damit, ey? Nach dem dritten Mal dieses Lame Schießen. Das gibt's doch gar nicht. Ey, Simon, ich bin der Dümmste. Die wissen, wann du springst und fangen schon an zu hauen. Zumindest er macht das hier schon ein paar Mal mit Erfolg. Gut. Mann, ey. Du kannst natürlich auch mal hier wunderbar die Quecksilberkugeln. Ja, das stimmt. Ja. Muss man mal sagen. Ey, das ist der MVP, dieser Türeingang. Ja. Ohne den wäre das Spiel nicht durchspielbar. Also für uns nicht in unserem Status. Energie. Ich bin gerade so enttäuscht von meiner Performance. Aber das geht mir auch. Ich bin so ein Typ, ich werde dann immer übermütig, wenn ich irgendwas schon so oft gemacht habe und denke, das ist kein Problem mehr. Das ist bei mir ganz anders. Ich bin immer hochkonzentriert. deswegen brauche ich auch immer so lange. Jetzt kriegen wir eh wieder. Das Gute hier ist, hier gibt es ja immer 3 Fiolen, glaube ich, ne? Ja, 3 Fiolen. Das heißt, es ist nicht so schlimm, wenn man hier ein bisschen verkackt. Aber jetzt kannst du es noch einmal probieren, würde ich sagen. Und danach müssen wir kurz in die Werbung. Ja. Ach, dumm. Den können wir eigentlich vergessen, den drüben müssen wir jetzt nicht machen. Ja. Warte mal, bis der da. Ich hoffe, die springen da nicht runter. Hallo?
Die ist extra böse. Ja, die hat leuchtende Bösaugen. Yes! Ja, aber nur wenig. Scheiße, nur ein Drittel oder ein Achtel oder so. Hast du gesehen? Das ist verdammt wenig. Ah, die haben sich massiv reduziert. Shit, okay, jetzt wissen wir das wenigstens. Und jetzt verlieren wir sie wieder. Ja, das ist möglich. Sehr schön. Jetzt das Entweiden müssen wir mal lernen. Ja, schießend, genau. Und jetzt hol dir den Dings links. Mal gucken, ob Dings lohnt. Dings links. Oh, neue Klamottis. Siehste? Sind schon mal ganz gut. Stecke ich mich hier mal und dann gucke ich den mir die mal an. Inventar. Ach, da kann man das Sachen auch schnell gegenstände. Das können wir uns ja mal durchlesen. Ich wette, die Leute im Chat, wir haben noch nicht reingeguckt, meckern schon die ganze Zeit, dass wir nichts uns angucken. Molotov-Cocktail ist schon mal, glaube ich, ganz geil. Ah, okay, siehst du? Damit kann man welche anlocken. Ich nehme mal an, mit Kieseln kannst du auch Leute anlocken oder sie weglocken oder so. Schießen. Aus ist anlocken und schießen. Ach, guck mal, das sind so Dillen-Checks offensichtlich. Kaltblut-Tau. Und dickes also Kaltblut sind immer so Checks offensichtlich. Opfert alle Blutechos und erwache erneut. Notizbücher. Okay, da kann man wahrscheinlich auch mal reingucken. Da stehen wahrscheinlich auch gute Sachen drin. Okay. Das machen wir auch kurz. Jetzt machen wir aber erstmal vor allen Dingen eines kurz ein Päuschen für die Werbung. Und danach sind wir wieder hier. Freut euch mit mir auf noch mehr Bloodborne gleich. Und die große Frage ist dann, wer darf eigentlich dann ans Pad? Der immer 50 Minuten spielt und vorsichtig um jede Ecke schielt? Oder der für coole Action sorgt? Das werden wir gleich diskutieren. Bis gleich. Bis gleich. Hallo. Simon und ich haben hier gerade was gefunden. Guck mal, wir sind hier bei Bloodborne. Herzlich willkommen zurück, falls ihr gerade einschaltet. Und das hier ist unsere neue Kluft. Die haben wir gerade bekommen und ihr seht, die ist deutlich besser. Das ist die alte, diese unrühmliche Kapuze für Loser und unser neuer Jägerhut. Die ist deutlich besser und das haben wir jetzt ausgerüstet. Das gilt hier und der Unterschied ist hier ungefähr bei jedem. Ja, und das haben wir hier gefunden und das ist doch schon mal eine super. Und wie sehen wir jetzt aus? Oh, guck mal, Badass-Modus. Ja, ist auf jeden Fall für sein Gesicht besser. Was haben wir denn für eine lange Nase, siehst du das? Das ist nicht das die originale Nase, die wir ihm gegeben haben. Unsere haben Nase eine viel dümmere, plumpere Nase gegeben. Eine dumme Nase haben wir ihm gegeben. Ich glaube auch, das passt nicht so ganz. Okay, gut. Dann können wir jetzt entweder hier runtergehen oder wir gehen wieder hoch. Aber ich würde sagen, ey, hier ist so gut wie überall anders, wa? Es scheint mir so, als wenn es hier keine Leiter gibt. Da kann man runter. Und hier. So scheint es mir zumindest. Ich mach das jetzt einfach nicht lange. Verzagen. Einfach jumpen. Hier ist ein Hinweis. Traurige Nacht. Hör mal. Eins würde ich gerne wissen. Ja. Jemand, der diesen Hinweis dahin gemacht hat, geht er danach ins Bett und sagt, so geil, heute habe ich mal wieder richtig was erreicht. Hast du das gesehen? Hab ich Nacht hingeschrieben, ne? Das wird keiner raffen, außer er weiß schon, was ich meine. Und alle werden sehen. Und alle werden sagen, Mann, dieser Typ, der wäre ich gern. Und dann geht er ins Bett und dann schläft er richtig gut. Das ist wirklich. All diese Menschen, die diese Nachrichten geschrieben haben, die oft einfach nur dumm sind. Warum werden die ausgewählt? Warum sind die im Spiel? Kann ich auch eine schreiben, die dann da ist? Oder werden die ausgewählt? Oder ist es instanziert, dass nur jeder Hundertste meine Nachricht kriegt und dann halten auch andere noch oder so? Ich raff das nicht. Das würde ich gerne mal verstehen. Vielleicht sollten wir auch mal sowas wie Schau Rock Beans hinterlassen. Du Motherfucker! Oh, jetzt hat er dich tatsächlich mit dem zweiten Nachstich geholt. Das war der runtergefallen. Ich hab gedacht, ich bin mega smart, ich schmeiß dann Mollo rein. Das war gut. Da war ich auch überrascht, aber der kam ja von hinten. Und dann, ja, das war der Typ, der da runtergefallen ist. Der hatte ich schon fast vergessen. Ich hatte ihn ganz vergessen. Ja, hätte ich gedacht, mega smart. Ich lasse den Molotow auf die drei werfen und dann holt sich von hinten. Der hat sich in der Ecke versteckt. Ich konnte ihn da nicht mal sehen. Ich habe dich auch reingelabert, aber ich habe damit auch null gerechnet. Ja, ich auch nicht mehr. Nee, das ist nicht deine Schuld. Das ist deine Schuld. Ich wollte nur schon mal vorsorglich, ne? Aber ich habe das jetzt. Ich gönn dir deine 50 Minuten jede Stunde. Ich habe das jetzt mal gecheckt. Bin ich neide die dir. Ja, aber gerade haben wir uns ja wirklich oft abgewechselt. Abgewechselt heißt. Naja, gut, egal. Aber ganz kurz zu deiner Information. Ja. Ich habe jetzt ja diese Mollos ausgerüstet. Die benutzt man mit Quadrat. Und. Okay. Ich glaube, mit Digi unten habe ich die gewechselt zwischen Kieselstein und das, Mollo. Wo wir mal dachten, es wäre. Ja. Energie. Genau. Genau. Ja. Und ich glaube, das war eben perfekter Ort für einen Molotow, wenn die so alle so in einem Fleck sind. Vor allem, wir haben 9, das ist eine wirklich gute Anzahl. Da kannst du einiges mit machen, da könnte ich wahrscheinlich sogar die erledigen. Könntest du mal, ey,
Probier's. Du hast Freiheiten, überall hinzugehen. Wir haben jetzt unsere Seelen eh zum großen Teil verloren, weil wir halt dumm sind. Aber ich würde jetzt gerne mal probieren. Ich möchte mal hier einen Molotow werfen. Geil! Oh, Hälfte weg. Oh, ja, bei mir auch. Brickstone. Tot. Might break my bone. But Molotov really grinds my gears. Okay, cool. Darf ich den Molotov auch noch haben? Ich will mit denen nicht richtig kämpfen. Oder lieber so. Jetzt ist fair. So, völlig okay. Nee, mach ihn doch jetzt ganz platt. Ich will ihn aber so. Ja, geht sogar. Es ist sogar möglich. Wir könnten auch den ersten mit dem Molotov platt machen gleich. Oh, hast du gesehen? Der ist hinterher. Mach keinen. Ja. Ich hab R1 gedrückt, aber es war leider. Aber hast du gesehen? Wenn du nach rechts. Der kommt hinterher. Ich hab nach rechts geflasht. Er hat diesen Aushol. Das ist ja das, was ich auch mal lernen will. So. Wie kannst du da aus? Also hätte ich nach links wahrscheinlich dann aus, oder? Weil er kam so mit dem Backstein und dann bin ich nach rechts ausgewichen und er hat einfach durch sich ein bisschen weiter gedreht und hat dann doch trotzdem zugehauen. Ich hasse ihn. Also heißt das, du kannst gerne, heißt das, ich hätte links rum ausweichen müssen? Frage. Ey, das ging. Was denkst du? Was hättest du gemacht? Oder nach vorne? Es gibt ja nur vorne, links, rechts. Rechts war falsch. Vorne habe ich irgendwie hier noch nie positive Erfahrungen mitgemacht. Aber was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es natürlich nicht. Aber das Gute ist, du kannst ja jetzt hin und easy meine paar Seelen wiederholen. Ein paar waren es ja dann doch schon. What the fuck habe ich denn gerade gemacht? Hey. Zwei Violen. L1 gedruckt. Ja, das wollte ich nämlich machen. Ich wollte Waffen wechseln. Ich habe gedacht, wir können das mal probieren, ob wir den Typ hier mit einem Molo wegkriegen. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt, wo wir schmeiß mal einen auf ihn. Ja, du brauchst aber zwei, ne? Ah, der ist gepanzert. Da brauchst du eher fünf, ne? So okay, wie nee, den machen wir jetzt nicht. Ich wollte es nochmal austesten. Hast du ihn natürlich getriggert? Ja, ich laufe schon die Treppe hoch. Aber du könntest ihm genau den fünf, die du hast, könntest du ihn echt killen. Mach doch. Meinst du? Naja, was heißt meine ich? Also du ziehst ihm sehr viel ab. Das kann ich dir garantieren. Und dann. Ey, nur, mein, was soll's, ne? Oder geh halt wieder hoch und zu denen, die sind leichter, aber ja, eben, der hier bringt dir dann wenigstens mal die Möglichkeit zu leveln. Der ist für immer weg dann. Ja. Ach, wenn man den tötet, kann man leveln, oder was? Ich nicht, aber ich denke, dass wir einen Endgegner killen müssen, bevor wir leveln. Ich denke, ach, was? Ernsthaft? Okay. Ey, Mann, ich weiß es nicht, Nils. Es ist okay, ja, ich verstehe. Spaß. Aber wenn das so ist, dann ist das natürlich ein absolutes Argument, das jetzt zu machen. Ja, nur, ich habe gerade gesehen, du wirst ihn nicht ganz mit den fünf erwischen. Ja. Bleibt noch was übrig. Aber, nein, du könntest ihn schon schaffen dann. Oh, geil. Okay, das ist gut. Diese dumme Kutsche. Das ist schon ganz schön hasenfußmäßig. Aber der kommt die Idee, Alter. Weg. Der springt gleich nochmal. Shit, das hat nichts gebracht. Das hat eben gar nichts gebracht. Hat er das einfach so... Vielleicht kannst du, wenn er... Sehr gut. Alter, was hat der für eine Reichweite? Energie, Energie. Bitte, 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 bitte. Oh. Aber du hast ihn gut runter. Ja, ich muss jetzt einmal ganz hoch, um mich zu heilen. Oder haut er jetzt wieder ab? Nee, jetzt wird steht er da. Jetzt hat er wirklich Shit. Jetzt muss ich mich einmal hier zweimal heilen. Einmal, zweimal heilen. Ja, doch, definitiv zweimal. Also vielleicht sogar noch. Komm, nimm da noch ein drittes Mal. Was soll das denn? Dann bist du voll und dann kann nichts passieren. Ah, okay. Ja, kannst du von da runterspringen auf ihn? Geht nicht, ne? Oh, ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass der da jetzt steht und mich nervt. Ganz schnell und dann abbauen. Oh Gott, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ganz schnell. Ich habe auch nur noch zwei Molos, ey. Die würde ich mir ja kurz aufheben, erstmal abhauen und nachheilen und so. Ist gar nicht nötig. Jetzt kannst du einen werfen. Oh! Shit, okay, egal. Schmeiß die Marco Giesels. Sie macht doch kaum Damage. Du kannst auch noch schießen, ne? Du hast noch. Ja, stimmt. Diese. Vielleicht bringt dir was. Das war sehr gut. Und entweiht, ausgeweidet, Alter. Das ist ja der perfekte Finisher. Du hast dich gerade perfekt gefinisht. Bam! Hast du das gesehen, Alter? Und entweidet. Was hast du denn gemacht? Ich habe ihn abgeschossen, Mann. Ja, aber was hast du danach gemacht? Welchen Button hast du? R1. R1 ist zum Entweiden oder war das nur Zufall, dass es Finisher war, weil der keine Energie mehr hat? Nee, ich glaube, ich habe ihn. Das will ich nämlich jetzt auch wissen. Ich meine, ich habe ihn zum richtigen Zeit. Gebumst und habe ihn dann einfach platt gemacht.
Ja, nur oh, in der Harry-Situation hatte ich sie auch schon. Und da habe ich auch schnell eins gedrückt. Also nehme ich an, dass es daran liegt, dass du eben, dass er keine Energie mehr hatte. Und dann wird ausgewiegen. Geil. Ja, aber geil. Ist jetzt hier irgendwas? Hat uns aber jetzt leider nicht so viel gebracht, wie ich gehofft habe. Vielleicht ist ja hier noch irgendwas, was wir übersehen haben. Oder ist es jetzt, was ist das jetzt? Das war's jetzt oder was? Das war's jetzt? Ein bisschen traurig. Ernsthaft? Hat er uns ein Item gegeben, mit dem wir aufrüsten können oder so? Was mal, guck dir mal den Geist an, was sagen die denn? Das ist ja nur einer, der gestorben ist. Was ach so, ist das? Ich dachte, Hinweis? Text. Nichts hier außer Zorn. Ja, ich bin jetzt zornig, oder was? Och, come on. Aber ich glaube immer noch, dass wir den killen mussten. Irgendwie. Ist der denn jetzt, meinst du, der ist für immer weg? Oder meinst du, der kommt nochmal wieder, der Heinsi? Bisher sind sie alle wiedergekommen, oder? Das wäre dann der erste. Hebel? Ja, der rechts an der Tür. Ach so. Ja, okay, das ist jetzt ehrlich gesagt, also, haben wir hier irgendwas übersehen? Wir haben nur 4 Fiolen bekommen, ne? Ja, ich habe auch mehr erwartet. Oh, das ist ja traurig. Naja gut, ich meine, jetzt haben wir ihn zumindest einmal hingekriegt. Das ist schon mal auch nicht so ich schlecht. Ich kann hier links noch meine Seelen wiederholen. Ja. Den hast du beim Dickmops verloren, ne? Scheiße. Ja, aber Vorsicht, da sind noch ein paar auf dem Weg. Ja, gucken, ob ich ohne Molotow den überhaupt... Ah, ja. Also das war schon nicht so... Hier steht hier so ein Stuhl rum. Jetzt der arme, alte McAllister muss jetzt ja, der, auf den Boden kriechen. Ich habe eine alte Milchflasche. Um seine Tabletten zu holen von der Apotheke. Das ist halt ärgerlich. Sie haben ihn damals gewarnt. Er ist ganz hoch gezogen in der Luft und die Apotheke ist ganz unten. Weißt du, was ich glaube? Der Typ im Rollstuhl, das war eine das war die dunkle Version von Lord Theobald von und zu Bruchhagen und Bohlen und Halbart. Ja, ja, es war auf jeden Fall mit der Pistole, ne? Der hat auch da gesessen. So könnte ich ihn eigentlich auch mal spielen. Also alt in einem Rollstuhl, ja. immer die Pistole schussbereit, schon so im Schoß. Ey, das wird mein Ende sein, aber egal. Jetzt sei doch mal nicht so ein Weichei, Nils. Siehste? Und entweide rein. Das war... Oh, schau mal, wie easy. Siehste? Easy. Und das war R1. Mann, das will ich auch machen. So, und das war der Moment, ab dem Simon nie wieder rankam. Nein! Beinahe nie wieder rankam. Ist es falsch, dass ich auf seiner Seite bin? Ja. Warum? Alter, hat der oft zugehauen, ey. Ja, da ging's um alles jetzt. Meine Güte, Alter. So, her damit, Alter. Das war ja gar nichts. Nichts hatte der Mann. Gut, Fiole. Ja. Na gut. Ah, alles klar. Ah, das war schön. Okay. Wer brummt? Hier rein? Nö. Wer brummt, Simon? Große Kathedrale? Ist das was Gutes? Oder nicht? Wir werden es in Kürze erfahren, wenn ich dort hineingehe. So viele schöne Wege. Welcher ist der richtige? Das ist ein Hebel. Hebel ist gut. Es ist ein Fahrstuhl nur. Hallo? Ernsthaft! Das müssen wir von der anderen Seite dann wahrscheinlich dann machen. Das ist vielleicht auch ein Shortcut. Dann gehen wir halt die andere Richtung hoch und schauen mal, was hier Schönes auf uns wartet. Warte mal, hier kamen wir doch hoch. Ist das nicht die Geschichte, wo wir hochkamen? Ja, da oben ist doch die Dingsbums. Ah, shit. Okay, dann haben wir da unten noch diesen anderen Typ, da haben wir auch noch. Wir sind ja noch nicht in diese Richtung gegangen. Da, diese Hunde. Ah, du Latz, du Latziges! Shit.
Bleib doch mal hier, du bist. Die sehen aus wie so ein irischer Wolfshund. Ah, ich war nicht bereit! So. Okay, ist ja gut jetzt. So, und da war ich nämlich. Da bin ich hier runtergeplumpst. Und da war nämlich diese andere Riese noch. Und hier geht's jetzt auch noch weiter. Und diesen Weg sind wir aber gegangen. War dem nicht so? Da hinten ist auch noch eine Tür. Okay, da gehe ich jetzt lang. Ich hoffe, die kommen hier nicht mehr raus. Ich weiß das immer nicht. Na gut, was haben wir denn hier? Sackgasse? Okay, da ist noch ein Hund. Die Glocken. Wovon? Ich kann nur Nein sagen. Nee. Ich glaube, die ist wahnsinnig. Nicht, dass ich sie für verrückt halte, aber. Okay, ein Kirchturm. Das ist episch. Ich zerstöre alle Vorräte, die sie haben. Ah! Okay, da geht's runter. Geil, das mache ich auch. Und hier. Ah, shit im Himmel. Das wäre ja wirklich das Gemeinste, ey. Okay. Wie oft schießt der jetzt auf mich? Boah, Alter, wie viele sind denn da? Vielleicht da hinten mit dem Hebel machen, ne? Das verdanken wir lang was, weil du musst nicht immer. Keine Ahnung. Ja, mach doch mal einen Horizontalschlag. Ach ja, das ist eine gute Idee. Wie mach ich das nochmal? Mit R2 dann? Check das mal. So? Ja. Ja, sehr guter Impuls. Ich dachte, dass man das da hinten vielleicht mit der Kurbel macht.
Okay, oben scheint mir nichts mehr zu sein. Boah, okay. Dann guck ich noch einmal. Hier ist auch so ein Ding. Oh Gott, da falle ich aber nicht runter jetzt, oder? Okay. Oh, nein! Der Tod. Nein, er eilte mich noch nicht. Nein! Da! Ah! Ich konnte nicht mehr wegrollen. Ach, oh, so eine Schande. Ja, den letzten fressen die Ratten. Hat der Typ mich da runtergeballert, ey. Ich möchte meinen, war das eine Frechheit? Ja. So sehe ich das. Wie siehst du das? Ich weiß vor allen Dingen überhaupt nicht mehr, wo du gerade warst. Ich weiß es aber noch. Huggy. Nee, da bin ich nicht lang. Da geht's wieder zu den anderen. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich da lang will, offen gesagt. Ach so, ja, nee, weil du gefragt hast. Ja, aber es entwickelt sich dann immer so für mich zu so einem Catch-up. Nee, musst du, ey, lauf halt lang, worauf du Bock nicht hast. Nicht das machen, ey, wo ich lang würde. Nee, lauf da lang, worauf du Bock hast. Okay. Es gibt ja offensichtlich, wir haben ja kein Wege, konkretes ja. Ziel, oder wir suchen halt irgendeine Lampe. Oder irgendeinen Shortcut noch oder so. Wir haben bislang nur eine Lampe. Oh geil, hast du den im Käfig doch geplatt gemacht? Ja, das ging doch. Ja, vorhin habe ich es probiert, da ging es irgendwie nicht. Okay, komisch. Was habe ich denn da falsch gemacht? Okay, doch. Gut zu wissen. Man fühlt sich direkt sicherer, auch wenn die im Käfig sind. Auch wenn man weiß, hinter dir ist noch einer, glaube ich. Hinter dir. Von der anderen Seite, da. Oh. Da hattest du aber ganz schön recht. Danke für den Tipp. Bitteschön. So. Genau, da bin ich lang gelaufen, ja. Da kommt man da oben rauf. Mhm. Und da ist so ein Typ jetzt. Das ist ja böse. Nice. Ja. Ist schon befriedigend, oder? So ein Move? Oh ja. Hä? Waren Sie das gerade? Oh, okay. Falsches Timing. Ja. Ja. Bitte. Ein noch. Oh, er lebt noch. Und schnell weg. Ja, ja. Weg. Ausdauer ist voll rum, ey. Eieiei. Das war knapp. Oh, die Ausdauer ist schon wieder da. Das geht aber schnell. Ja. Ja, der Schusskollege, der ist mir zum Fängnis geworden auch. Ich hoffe mal, dass die Items da jetzt trotzdem runtergeschlagen worden sind noch. Dass jetzt noch nicht mehr. Kann man da. Also kann man alle nicht drehen, ne? Drehen? Ja, das sind doch so Kurbeln. Ich dachte, das hier. Man, ja. Da ist noch einer. Okay, und komm. Die sehen aber auch echt schon zottelig aus. Ach, so ein One-Hit ist schon ja, toll, ne? So ein ja. One-Hit-Finisher. Ölurne. Irgendwo noch einer? Nö, okay. Diese Ebene ist jetzt sicher. Jetzt nur noch unten. Da liegen die Typen. Ja, okay, die ich runtergeschlagen habe, sind noch da auf jeden Fall.
Das sieht gut aus. Oh, Radis. Boah. Drei. Wir haben eine richtige Bande. Eine Rattenbande. Ronja Rattenbande. Ronjas Rattenbande. Was ist das? Alf und die Ratte. Oh, ein Sägespeer. Ist das eine neue Waffe? Das probieren wir gleich mal aus. Tatsächlich. Oh, wir haben bald keine Haltbarkeit mehr. Attribute D, D und D. Ja, ist schwierig, ne? Ist jetzt auch nicht viel schlechter. Könnte man mal ausprobieren. Kannst du auch beide, kannst du da nicht sogar beide ausrüsten? Statt der Waffe noch? Nee, also als zweite Waffe. Rechts, als Zweitwaffe. Ja, das sind noch zwei Slots. Oh. Ich weiß nur nicht jetzt, wie man wechselt. Mit dem Link-Analogstick oder was? Also Link, nee, dann wahrscheinlich nach rechts. Mal gucken. Scheint aber ja, von der rechts, Waffen. Rechts. Hier siehst du. Von der Waffenklasse scheint mir das sehr ähnlich zu sein. Wenn man die Waffen auch, kann ich quasi die da wechseln, ne? Und dann. Nee, geht nicht. Die hat ein bisschen mehr Reichweite vielleicht, weiß ich nicht. Ein bisschen langsamer aber auch. Ja. Ach, da liegen sie. Eine muss da noch sein, eine Leiche. Auf der anderen Seite ist sie, da müssen wir rüber. Kann. Ja. Oh ja. Ja, die hat auf jeden Fall eine ordentliche Reichweite. Wissen des Verrückten. Das müssen wir uns wahrscheinlich gleich angucken, oder? Ja. Siehst du die Herbstbläschen da? Ja, aber dieses schöne Detailverliebtheit, man kribbelt richtig im Gesicht. Okay. Inventar. Da. Schädel eines erleuchteten Verrückten bringt Einsicht, was auch immer Einsicht ist. Wollen wir es erstmal lesen, auf Anzeigen? Bevor wir es benutzen. Kontakt mit der unheimlichen Weisheit ist ein Segen, denn selbst wenn man davon verrückt wird, dient man doch fortan einem höheren Sinn für die Nachwelt. Schädel eines Verrückten mit der Weisheit der Großartigen sagt mir halt gar nichts. Keine Ahnung, was das ist. Okay, kann man mal gucken, aus später mal. Aber das erinnert mich jetzt schon sehr an Lovecraft auch und an Cthulhu, ne? Dieses, wenn man das, also man wird verrückt, wenn man alles begreift. In dem Moment, in dem man es begreift, wird man ballaballa. Das heißt, eigentlich sind die Leute alle uns einen Schritt voraus. Sie sind einen Schritt voraus. Genau, einfach nur länger drüber nachgedacht als wir. Hm, ja, wenn das so ist, ja gut, dann werde ich verrückt. Wo ist meine Axt? Verlängern Sie meine Arme, bitte. Ja, können Sie bitte hier, will mal ziehen? Fester. Will bald ziehen. Will bald wahnsinnig. Oder so ähnlich. So, wie kann man nochmal rennen? Kann man das überhaupt gedrückt halten? Den rechten? Nee, den Kreis. Ah, ja, ich vergesse das immer. Das ist leider hoch auch, sehr gut zu wissen. Hier war der andere, ne? Ist der jetzt noch. Nee, ist wieder eine andere Ecke. Da ist er leider. Und irgend so ein Gerät war da unten. Guck mal. Und der mit der Spitze ist da jetzt nicht mehr. Aber das ist schon die Stelle, ne? Du? Das ist die Stelle. Wo du gestorben bist? Ja. Ja, ja. Also, das ist die. Wir sind von der anderen Seite gekommen, ist einfach. Der Typ. Noch. Wir sind die Kanalisation von der anderen Seite gelaufen. Ja, das habe ich mir gedacht. Oh, geh da raus, Alter. Ah, okay, die halten schon ein bisschen. Oh, das sind die Kackfrösche vom letzten Mal. Das Mal kann ja auch so verflucht werden. Ja, das könnte sein, ne? Aber ich weiß. Würde mich auch nicht wundern. Nimm das! Nehmen Sie diesen Kiesel. Hat der hier so eine Sprungattacke? Nee, das ist hier so eine. Aber die könnte hier richtig gut sein. Ja, nee, das war einfach die falsche Attacke. Ich meine, es gibt keinen Sprung mit. Ah, das meinst du. Es gibt keinen Sprung mit so einer horizontalen Schwingerei noch. Einmal um die rumlaufen, von hinten kommen. Oh ja, nice. Ja, jetzt haben sie mich. Hinter dir! Ich trau mich da auch nicht so richtig ran, ne? Die sind schon auch ekelhaft. Ja. Man muss Geduld haben. Die mit den Werwölfen, die können sich nicht bewegen, man muss nur. Darf nicht zu gierig sein. Ich will eigentlich, wollte ich gucken, ob ich mich da so durch rasiermessern kann. Aber nein, man muss immer in Bewegung bleiben. Immer auch mal die Ziele ändern. Ja, ist ja super. Ah, shit! Shit! Jetzt schon gar nichts mehr.
Ich hoffe, dass von denen keine kommen, die stehen können. Ja, oh Gott. Also, oh. Die sind ganz schön mächtig, die Typen. Die halten auf jeden Fall einiges aus und können kotzen. Was haben die da eigentlich für ein Hinterleib? Die haben einfach nur degenerierte Beine. Die haben, als wenn die keine Beine mehr haben, die ihnen abgehackt wurden oder so. Und dann wurden die da reingeschmissen, die armen Seelen. Kurz mal gucken, wo ist der Sprung nochmal? Ja, zwei und nach vorne. Naja, Moment. Ja, zwei nach. Ich hab den ja auch vorhin. Oh, was ist das? Da oben auf dem Balken? Oh, geh erstmal ja, zurück, hol das Item vielleicht, bevor du dich da. Ich will das mit dem Sprung kurz mal. Okay. R2 oder R1? R2. Darf ich das mal nach probieren? Nach oben und. Ja, so. Ich hab den ja vorhin auch in. Ja, so. Okay. Okay, okay, ja, sorry. Naja, man muss ja auch mal reinkommen, ne? Okay. Das war alles, eine Blutfiole. Ja, okay, also das ist der Weg dann da zurück zu in die Kanalisation. Was ist das da oben? Ist das ein Rabe oder was? Ja. Kann ja auch nicht mehr fliegen, kann auch noch. Oh, der arme Kerl kann auch noch da rumsitzen. Ist da noch ein zweiter Rabe? Ah! Siehst du, er kann nämlich doch noch was. Ja, ein zweiter Rabe, pass auf, dass der nicht auf dich runterfällt. Nicht ausgefahren, das Ding. Nein. Och, nix kann er und ich bin da voll vorsichtig. Schäme ich mich ein bisschen. Da. Wir sitzen am Brüten einfach friedlich. Und wir kommen. Brüten was aus. So, weg sind sie. Da vorne sind wieder die, okay. Gibt es hier eigentlich unsichtbare Wände? Hier wäre ein guter. Ich habe keine Ahnung. Ich rolle mal die Fässer weg, weil da oft irgendwie ein Loch hinter ist. Das stimmt, der Löcher habe ich jetzt auch schon ein paar Mal dahinter gesehen. Kotzi! Ah, nicht in die Kotze, ja, gut. Ist das ein Seitenarm? Oh, der ist. Erzähl mir doch nichts, der kommt doch gleich wieder. Das ist der gute Resident Evil 1 Kniff. Ne, scheinbar. Ja, ja. Ja, er lebt noch. Der könnte auch der Holzmichel sein. Ja, so. Der mit dieser komischen Haube da auf dem Kopf. Ey, stell dir mal vor, so alte Mallorca-Schlager enden so wie diese Typen hier. Das ist der Friedhof der alten Mallorca-Schlager. Das wäre nicht schlecht. Das ist einer der spielen. Holzmichel und ich weiß nicht, was gibt's da noch alles? Jürgen Drews hat hier einige Kinder. Einige, ja. Einfach mal im Schlager nachgucken, was da so die Hits waren der letzten Jahre. Das alles. Ich laufe hier in unbekannte Gewässer. Das ist gar nicht so geil. Ja, ist doch gut. Dann wissen wir danach, wo es lang geht. Ausdauer. Oh. Hau ihn. Hol dir dein Ding zurück. Nein, also. Dance. Okay, man muss eigentlich wirklich nur hinter sie kommen. Er lebt noch. Ich dachte, das wäre das letzte Aufbäumen. Ich wollte dir die Ehre noch lassen, dass du noch dich ein letztes Mal verabschieden kannst. Also die haben ja, was hier ganz geil ist, das ist mir schon aufgefallen, wenn die noch nicht, also du hast jetzt zwei Balken. Und wenn der rechte ist halt, also wenn der rechte noch da ist, leben sie immer. Alter, ist das eine Riesenratte oder ein Schwein? Das ist ein Schwein, ne? Oder eine Riesenratte. Nee, ich würde hier natürlich auch eher auf eine Ratte tippen. Aber du kannst da auch rechts die Leiter hoch, dann. Aber dann werde ich nicht gegen die Ratte kämpfen. Nee, ich meine nur, wenn du Schiss hast. Also wenn er. Du kannst auch weglaufen dann. Ich gehe mal hoch, aber auch erstmal nur, um zu gucken, was da eigentlich ist. Ja. Vielleicht kannst du auf ihn rauf. Hab ich denn. Auffallen lassen. Molotovs? Nee. Was war das denn hier für ein Schiss? Ja, ne? Umgeschrei. Ach, von da? Nee, auch nicht. Jetzt sind wir wieder oben. Aber waren wir das schon? Meinst du die andere Seite? Ja, das ist so, glaube ich, so. Warte mal. Da waren wir schon? Nee, das nicht. Nee. Oh, Brücke! Wir bräuchten jetzt echt mal langsam eine Lampe. Und da vielleicht? Guck mal da rein, bevor ich jetzt über die große Brücke. Oh, das könnte ein Abkürzung sein oder so. Das könnte die andere Stelle. Oh, Mann! Moment, aber jetzt vielleicht. Wenn ich es benutze einmal. Ja, weil. Okay, ja. Ja. Und fährt die dahin, wo wir vorhin schon waren? Ey, du bist der Orientierungsmeister, du wirst es gleich sagen. Ja, ne? Das ist, und da sind die Riesen nämlich. Das ist da. Ja. Das ist ein Shortcut jetzt. Und jetzt geht er. Ja, gut.
Kannst du ja rein. Aber scheinbar. Aber als ich davon war, da konnte man nicht rein, oder? Waren wir nur dumm? Nee, wir können das Gerät nicht rufen, sowas. Nee, aber nee, weil, aber der war jetzt nicht oben vorhin, oder? Nee. Das, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir wären da reingegangen. Ja. Doch, das glaube ich schon. Soll ich gegen die kämpfen oder ist das überhaupt mein. Was willst du nicht hier? Warum? Also, aber du hast die so schön gefinished vorhin. Okay, also dann machst. Ja, mach worauf du Bock hast einfach. Ja, ja, ich. Aber das ist halt der Weg. Mir fehlt halt ein bisschen das Ziel so. Geht's nicht weiter. Naja, da zum Beispiel da durch die Brücke war es neues Areal. Mal kurz über die probieren. Brücke rüber. Hä? Wo war denn der Schuss gerade? Der Schlag? Der hat nicht geschossen. Oder ich hab der schießt eh nicht, der kann nicht schießen. Der hat nur einen Bockstein. Ich meinte meinen. Ach so, du hast keine Pistole drin. Kann das sein? Ja, das kann sein, du ja. Du hast dich verdrückt, hast keine Pistole. Ja, natürlich deswegen. Ah. Ja, ja, das war der Punkt. Okay. Nochmal. Ja, jetzt hat er schon keinen Bock mehr. Das Timing, ey. Ja. Oh, das ist so befriedigend. Ist da noch immer die, merkst du, die Uhr, die... Ja, ja. Glänzende Münzen. Besser als... Nicht glänzende Münzen. Oder als gar keine Münzen. Besser als gar keine Münzen, ja. Bei der Gelegenheit können wir vielleicht sagen, das gilt auch für uns. Ihr könnt beim Rocket Beans Supporter Club euch jetzt anmelden. Ja. Damit seid ihr richtig besonders dann für uns. Ja, für alle, die gar nicht wissen, wovon du sprichst, wir haben ja bei uns auf der Webseite jetzt unseren Support. Wir sind so bescheiden, ne? Wir machen nicht mal Werbung. Wir machen dafür. Gar keine Werbung. Kann man ruhig auch mal sagen. Ich mach dir währenddessen. Wenn ich ihn siege, okay. Müsst ihr spenden. Nein, es ist ja nicht mal eine Spende, ihr müsst beitragen. Nein, das ist keine Spende. Also man kann ja auf Twitch und auf YouTube kann man ja sozusagen subscriben und wir dürfen auf Twitch nicht mehr subscriben, weil Twitch nur Leute subscriben lässt, die exklusiv auf Twitch streamen und das wollen wir derzeit nicht. Oh, jetzt wird er wütend! Der hat zwei Stufen, Nils! Wie der zwei Stufen, Nils? Der hat wütend und nicht so wütend. Oh, das ist aber ein ganz schön teurer... Okay, tut mir leid, es muss sein. Ja, ist okay. Ja. Nein, du hattest ihn doch schon! Du wolltest doch weiter wegen dem Supporters Club erzählen. Das ist viel wichtiger. Ja, jetzt. Eieieiei. Genau, und ihr könnt bei uns auf der Webseite rocketbeans.tv könnt ihr jetzt nämlich bei uns im Supporters Club Mitglied werden und da ein bisschen uns unterstützen mit einer... Ab 5 Euro ist man im Supporters Club und ab 1 Euro ist man offiziell Supporter. Man kann aber auch, wenn man... Es wird später ein reicher geben. Balk ist auch natürlich auch mehr geben, wenn man einfach wie Dagobert Duck in einem Geldspeicher nicht wohnt. Nicht wie Donald Duck. Wie Dagobert Duck. Wenn ihr wie Donald Duck wohnt, müsst ihr uns nichts geben. Nein. Wobei, Donald Duck wird es ja irgendwann auch erben, oder? Das denkt er immer. Und das wird ihm immer wie die Möhre so vorgehalten. Aber Dagobert Duck ist so ein Typ, der ihn im letzten Atemzug noch enterbt. Tut mir leid, Dagobert Duck ist ein fieser Möp, der, obwohl weißt er denkt du, an die Enkel. Dann wäre es ja die kriegen alles, die Neffen. Ein Enterpelt. Das ist schlecht. Das Paul. Wahrscheinlich werden sie es genauso schreiben. Paul schläft. Paul hat mein monotones Hin- und Hergespringe was in den Wiegeschlaf versetzt. Jetzt musst du aufpassen, weil das ist jetzt Neuland. Siehst du den riesen Ball da oben? Oh ja, der wird eine Frage. Niedergehen. Waren wir jetzt hier irgendwo Nein. zum Speichern? Gab es nicht noch irgendwo was zum Speichern? Mann, Nils, wir sind so weit. Wir haben gerade den Shortcut bekommen mit dem... Okay, immerhin. Ja, gut. Ja. Also wir könnten jetzt zurück die Seelen, aber ich weiß ja bisher nicht mal, ob wir überhaupt irgendwie jetzt schon aufleveln können. Das ist, irgendwann muss man das doch können. Vielleicht können wir das ja mittlerweile auch, weil wir diesen Balk da besiegt haben. Ich weiß es nicht. Habe eine Audienz mit Rollen. So, wir wollen jetzt eine Audienz mit Werbung. Ja? Das machen wir ganz kurz. Wenn wir zurück sind, klärt Simon hier mal die Brücke oder was? Hier, die Brücke am Quai. Whatever. Das heißt das Dorf nicht sogar so ähnlich? Egal. Die werden wir gleich clearen. Damit ihr jetzt versteht. Ne? Alles clear? Ja, tschüss. Wir möchten euch herzlich begrüßen zur Brückenräumung. Stellt sich raus, ein wütender Mob mit Fackeln und Mistgabeln versperrt dem braven Bürger den Durchgang hier zum anderen Ende der Brücke. Simon Kretschmer, seines Zeichens Jäger, will bald diese Brücke räumen.
Da setzt sich noch einen Schuss Blutfiole und dann kann es losgehen. Vielleicht das letzte Mal. Oh, jetzt kommen sie alle auf einmal. Oh, natürlich, oh. Natürlich. You can do it if you really want. Ja. Das hat ihn erstmals kurz beschäftigt. Der Ball! Hau ab! Hau ab! Der Ball kommt ins Rollen! Nein! Hau ab! Oh. Ja, Mann, es ist. Bin ich sogar zu spät zur Seite. Oh, wie schön. Ich wusste, dass der Ball irgendwann wichtig ist. Dreh dich mal um. Du bist so. Guck mal, ich wusste das. Ich rette dir ein ums andere Mal hier das Leben. Aber ich muss auch runtergucken. Das ist doch spektakulär. Oh. Alter Simon, du machst mich ganz wahnsinnig. Weil ich falle, ne? Und wie du es überlebt hast. Wie, aus irgendeinem Grund überlebst du es. Das war natürlich so geplant. Es ist unglaublich. Sag mal, glaubst du, anderes Thema, glaubst du, man könnte mit dem Ball das Wildschwein oder die Ra- oder nee, was der Ball ist jetzt weg. Ich würde gerne, ja, beim nächsten auf der Mal Brücke ist. Da. Aber beim nächsten Mal machen wir das. Weil der ist doch hier runtergerollt. Willst du nicht es gab was da bei der gleich. Ich will aber kurz wissen, ob der Ball irgendwas frei. Kannst du dich nicht mehr erinnern, dass es das schon mal gab? Bei Dark Souls, ja. Dass der Ball dann am Ende hier zum Beispiel was eingerissen hat, ja, für die, ja, Wand, ja, oder so. Ja, und ich war mir eigentlich sicher, dass sowas hier auch. Soll ich das Wildschwein oder die Ratte vorher locken? Komm, ich lock sie vorher ich kurz. Ich würde so gern sehen, was am anderen. Aber mach, ey, du spielst, du darfst entscheiden. Ich will ja gar nichts Dummes tun, ich will einfach nur mal die Sau da rausholen. Guck, die kommt schon. Die dumme Sau. Vielleicht. Oh, die ist doch voll langsam. Die ist so riesig. Na gut. Ich höre ja schon auf. Nee, was ist jetzt? Das denn? Natürlich tritt er mir mit seiner Hacke jetzt. Ja, nicht. Gibt's doch echt, oh, wenn jetzt das Schwein getriggert gewesen wäre, es wäre so. Was hast du gedacht, wie das läuft? Wie hast du dir das vorgestellt? Er hat was. Er hat was dabei. Finde ich aber schön, dass er mir das extra gebracht hat. Gut. Jetzt kann alles wieder seinen gewohnten Gang gehen. Guck mal, Kreis. Kannst du auch schneller aufsteigen? Bisschen. Ja. Gut. Das spart uns wichtige Sekunden. Mit Style. Oh, da ist noch so ein hundsgemeiner Kerl. Das ist ja auch geil, du kannst etwas mit Öl bedecken und dann noch anziehen. Mm. Oh, das ist für richtig fette Bosse wahrscheinlich geil. Ah, das machen wir jetzt nicht, aber das ist eine gute, ja, Nummer. So, die erste Garde haben wir erwischt. Was ist jetzt mit euch? Kommt ihr auch? Ist seine Ziegel nicht eigentlich ausgerüstet? Aber er hat sein Ziegel ausgerüstet. Ich wollte eigentlich Kiesel sagen. Aus Versehen. Gerade jetzt, ne, gerade in dem Moment, in dem ich werfe, springt er. Das wusste der doch. Kann man doch keiner erzählen. Wie er noch einen extra Schritt gemacht hat. Komm. Oh. Das ist der, ne? Lebt noch. Ach, zu kriegen? Okay, wenn du so Angst kriegst, dann mach ich. Aber ich wollte den. Guck mal, ich wollte den Rennschlag mal probieren, ne? So, ich. Ganz sicher jetzt. Rennen und dann wollte ich hauen. Geht. Ist aber auch nur so ein Ding. Was gibt's denn hier noch? Hm. Tut mir leid, ich will nicht. Ich weiß, du spielst anders als ich. Nein, ist ich weiß alles auch, gut. Ich spiele anders als ihr. Alles cool. But it's my way. I did it. Crashway. Ah, mitten durch. Jetzt gibt's dich doppelt. Da wird sich deine Frau aber freuen. Hier ist. Was ist das? Wo geht's eine da? Weitere Leiter. Boah, die geht jetzt. Oh, was ist da noch da oben, bevor wir da runtergehen? Okay, ja. Ist nicht noch irgendwas? Recht, erst. Da geht's noch. Ah, das mal. Sowas macht mich anxious, ne? Wenn ich irgendwie so verschiedene Wege hab, das. Guck ja, mal. Ja. Ah, ja, das habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Dann gehen wir erstmal die Treppe. Okay, das sind. Zwei von denen? Ja, der linke ist heftig, der rechte nicht so. Ah ja, der rechte ist der Normalo, der andere ist der. Ah, jetzt habe ich keinen Molotow mehr, ne? Nein, du kannst den Kieseln abschmeißen und den anlocken. Reicht leider einfach nicht. Schade, ich dachte, ich hätte noch irgendwas.
Das könnte man mal ausprobieren, ja, wie das so ist. Ja, so in einem schon ist, ja, ist super. Und schön isoliert. Nice. Ja. Gut, super. Boah, der wird auch ganz schön hell. Ja, der... Etwas größere Variante von den normalen. Ach, scheiße. Ich glaube, er war schon tot, aber einfach für den Style. Das musste sein. Und man kann das schön üben. Zeichen eines starken Jägers, was mag kann das sein? Das? Da war ganz oben was. Neu erwachen, ohne Blutechos zu verlieren. Aha. Ja gut, das brauchen wir jetzt nicht. Wie aktiviere ich das? Muss ich das einmal aktivieren, dann sozusagen, wenn ich dann sterbe, verliere ich wahrscheinlich, nicht. Ja. Jetzt brauchen wir es noch nicht, aber bei 8000, so wie... Ja, ja, könnte ja man das schon mal... Ja, und wenn man dann irgendwo ist, wo man weit weg ist oder sowas, ne? Okay, also wir können hier runter, wir können da hoch. Und die Leiter... Ne, Moment, hier ist die Leiter, ne? Ja. Aber, und hier rechts war nichts, hier links geht's hoch. Ich geh mal einen kleinen Lunser. Ja, auf jeden Fall. Ja, Lunsi McLunsenface. Ja, okay, das sieht schon wichtiger aus, oder? Ich gehe jetzt erstmal die Leiter runter, schnell, damit wir das abhacken können. Wenn es da ganz woanders hingeht, würde ich dann wahrscheinlich wieder hochgehen. Ich glaube, das ist geil da oben. Es geht immer geil nach oben aus. Hin. Okay, gleich Kampf. Oh, Alter, ist das weit. Moment, ist das da, wo die Ratte ist? Nee. Nee. Die Ratte freilassen wäre echt eine dumme Idee gewesen. Ja, wieso denn? Vielleicht baut sie sich dann irgendwo ein Leben auf. Okay, warte mal. Doch, da ist von hinten. Ah, nice. Also, das ist viel besser. Ist hinter dir irgendwas? Guck mal, kannst du in die, dich in die Nische flüchten, wenn er irgendwie kommt oder so? Oder? Abscheulichkeit von Dunkelheit. Okay, da geht's runter. Aber ganz schön. Oh, das sieht aber nicht gut aus, ne? Das sieht nicht... Vielleicht können wir die da runterlocken. Weißt du, dass sie da runterfällt? Da runterschmeißen, ja. Dass sie da irgendwie dich angreift und nach vorne kommt und dann rollt sie dich weg und sie fällt runter oder irgend sowas. Ey. Das ja. Oder du greifst sie von hinten an, ne? Wenn man sie schon von hinten sieht. Also okay, habe ich irgendeine... Also mit Öl und so, aber ich habe ja nicht mal einen Molotow. Ja, ich habe gar nichts eigentlich. Nee. Hey, auch Schwein. Siehst du, ja, genau das? Das, ja, das und noch einen Meter weiter und sie fällt rein. Ja. Oder du machst es wieder lamig, wie bei Dings. Ja, ich das mit den Werwölfen. Hier ist das original ein fucking Hängebauchschwein, das ist ja fantastisch. Das ist ein Hängebauchschwein, das sieht ja so geil aus mit seinen scheiß Warzen. Das ist ein Warzenschwein, aber auch ein Hängebauchschwein. Und wir cheesen wieder. Naja. Ist doch super, nein, ey, das gehört dazu. Selber schuld. Also ich frage mich wirklich, warum sie das so gebaut haben, dass man so offensichtlich cheesen kann. Warum nicht? Gehört dazu. Nein, es ist wirklich, ich finde es jetzt auch nicht schlimm, es ist nur halt, man, den Entwicklern wird das schon bewusst gewesen sein. Ja, natürlich. Ich meine, wir haben noch nicht einmal leveln können, wir sind Level 4. Wir sind mega lame. Und da hat es wieder seinen Arsch präsentiert. Ich trau mich einfach nicht, ich will nicht hängen bleiben irgendwie. Ja. Aber er kommt auch nicht mehr so geil in meine Ecke. Oh. Oh, Giftsud! Aber den krieg ich nicht. Ja, ja, er hat nicht so viel. Denk an deinen Giftsud, dass du den wieder abbaust. Wie kann ich den nochmal abbauen? Ja, die Zeit, glaube ich. Ah, okay. Jetzt nur einen jetzt. Ja, ja, alles gut. Ich hab Geduld. Das ist der letzte. Ich kann ihn halt echt nicht anlocken, ja. Ja, aber du hast doch echt Zeit. Lass dir doch Zeit. Du hast ihn ja schon fast hingewirkt. Boah, das ist wirklich eine dumme Situation jetzt.
Glaubst du, der ist da? Ich sehe nicht. Der ist ganz hinten wieder. Oh Mann, ich könnte ihn voll erwischen, aber das reicht bestimmt nicht. Ja, ich meine, er kann sich nicht so schnell umdrehen, ne? Soll ich hinrennen? Nee, nicht rennen, ich würde schleichen. Und sobald er sich bewegt, abhauen. Abhauen, nicht schlagen. Doch, also ich versuche an ihn ranzukommen, ihn einmal zu schlagen. Wenn er mich bemerkt, soll ich dann abhauen oder schlagen? Ja, aber. Also nach einmal schlagen dann auch. Ja. Also ich würde es so machen. Ich würde ihn jetzt einmal in den Arsch hauen. Anschleichen, okay. Anschleichen. Genau. Ihn einmal hauen, mit R2 gedrückt halten, dass sich das auflädt und dann würde ich mich verpissen. Ja, nice. Ja. Fett, der Eber ist Geschichte. Der fette Eber. Segenjäger. Sagen, Jägerabzeichen, eine Blutviole. Nein. Jetzt habe ich einen Stein weggeworfen. Kaltbluttau. Ey, wir brauchen so dringend mal ein Level up jetzt. Aber was haben wir denn da jetzt eingenommen? Was war das für ein. Vielleicht war das ja das Jäger sonst was. Guck mal, was das war. Ja, du musst deinen Stuhl, glaube ich, fixen. Jäger. Ach so. Ja, Himmelherrgott! Glänzende Münzen. Oh, die den Weg weisen können. Das machen wir irgendwann auch mal. Was war das? Was hatten wir da jetzt gefunden? Irgendwas mit Jägerzeichen. Nee. War das ein Jägerzeichen? Irgendwie nicht, oder? Auch erneut. Zeichen anstatt des Jägers. Das haben wir bekommen, oder? Nee. Das hatten wir schon. Da haben wir auch zwei von. Hä? Vielleicht haben wir nur einen davon, haben wir noch einen bekommen. Nee, geh mal raus. Du bist jetzt bei Schnellgegenstände. Geh mal ins Inventar. Ne, war schon richtig. Da oben, ja. Oh, einmal gerne nach oben. Aber das sind jetzt auch Verbrauchsgegenstände vielleicht. Ja, gehen wir nach rechts. Ja, aber genau. Da. Da, das Abzeichen. Okay, lies mal durch. Vielleicht ist es das, was wir brauchen. Heißt das Können des Trägers als Bestienjäger? Die Werkstatt existiert nicht mehr. Außer von Boten im Bad, die dessen Bedeutung verstehen. Bestimmte Ey, Dinge das wird das, wird das sein, was wir brauchen. Das klingt für mich verdammt danach, als wenn wir damit Oder? Irgendwas machen können. Irgendwie schon. Ja. Kann ich das verwenden? Nee. Nö, wir haben's, also ich... Wir haben's, ja. Wir haben's jetzt, ich behaupte, okay. Das ist da, aber, unser Item, das wir brauchten. Und nun? Aber, ich, ja, jetzt... Speichern an der Lampe wahrscheinlich. In den Nexus irgendwo, ja. In den Nexus, aber, ja. Oder du, ja, ich meine, du hast... Oder du kannst natürlich noch weitergehen, ne? Also du warst bei der Brücke ja noch, ne? Stimmt, wir waren bei der Brücke, ich... Ne, aber da war ja auch eine Abkürzung. Also wir können das jetzt auch schnell machen. Ja, ey, wie du Bock hast, auf jeden Fall. Muss man gerade gucken erstmal. So, wir gehen jetzt erstmal hier hin. Da war der Typ, den haben wir erwischt. Das ist gut. Jetzt gehen wir also genau. Schöne von hat hinten. Hat man gedrückt? Das hat gut getan. Ja, ey, oh, dieses miese Eberschwein. Ja, das war gut, dass wir den von hinten angegangen haben und nicht von vorne. Wir hätten ihn, glaube ich, echt gut in dieses Loch auch locken können. Ja. Das war schon das, zwei Möglichkeiten. Ja. So. Schön, finde ich gut. Wir haben den dritten, den Cheese-Weg genommen. Ja, Cheesy Way of Life. Wir werden nicht die einzigen sein, sorry. Nee, aber es war zu einfach. Ich sehe auch nicht ein, dass wir uns dafür schlecht fühlen. Nein, das ich auch halt nicht. Die Architektur hat das halt so zugelassen. Das ist ja mit Sicherheit auch von demjenigen, der das Schwein da ausgesetzt hat, auch bewusst gemacht. Oh Mann, ich hab ein bisschen Angst, dass wir... Ja, ich wusste es nicht, Gegner. Ich hab doch gar keine Fiolen. Vielleicht kann man auch wieder rauslaufen. Das ist das erste Mal, dass es irgendwie eine Cutscene gibt vor so einem... Boss. Beasts all over the shop. You'll be one of them sooner or later. John Marston. Echt Vampir John Marston. Oh, wieder hier, keine Augen. Was haben die immer? Scheiße, Pater. Scheiße. Ey, Gascoigne. Ja. Gascoigne. Oh, warte. Wollen wir dieses Item benutzen? Und zurück zum Feuer schnell. Oder? Ey, wie du magst. Glaubst du, wir kriegen das hin? Glaubst du, ich kann ihn so festkeilen irgendwo? Nee, der hat. Oh, Scheiße, der findet voll den Weg, ne? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich hab nicht genug Zeit. Du kommst auch nicht raus durch den Nebel, ne? Oh, Gott. Okay, ich habe jetzt eh keine. Ich meine, jetzt kann ich zumindest kurz irgendwo kämpfen. Irgendwo, ne? Vielleicht kommst du da. Loser! Okay, ich muss kämpfen, das bringt doch nichts. Alter, okay, der ist halt auch einfach schnell. Einfach nichts! Ja, ja, ja! Nein! Er hat auch eine Pistole! Ich komm gar nicht weg von ihm! Ich kam nicht weg von ihm, weil er so schnell ist. Er ist genauso schnell wie wir. Scheiße. Wir hätten halt 3000
Ja, ich hätte mir vorher ausrüsten müssen, ne? Ärgerlich. Ich hab's sogar gewusst eigentlich. In meinem Inneren, ich wusste genau, dass das eine Arena-Basis, also eine Arena ist. Man hat's gesehen. Aber ich wusste auch zum Beispiel, dass es da jetzt so eine auf einmal diese Nebeltore gibt. Also, weil bei Dark Souls sind da Nebeltore. Ja. Und hier gab's die jetzt eigentlich. Und jetzt gab's ein Nebeltor, das zeigt, dass man nicht wieder raus. Wer ist sie? Ja, dann, wahrscheinlich, genau, du bist dran. Wahrscheinlich erfahren wir jetzt, dass wir Jäger sind. Hello, good hunter. I am a doll. Here in this dream to look after you. Honorable hunter, pursue the echoes of blood. And I will channel them into your strength. You will hunt beasts, and I will be here for you to embolden your sickly spirit. Ja, die haben natürlich jetzt wieder gar nichts, ne? Das ist wirklich sauschlecht. Kurz vorher. Oh, wir hätten direkt da rausgehen müssen, ey. Und hätten die ausgeben sollen. Scheiße. Es waren aber nur 3000. Überlegen wir, wie viel mittlerweile... 700 kostet eine. Ah, siehst du, ja, und der nächste aber dann schon wieder 800. Boah, es ist aber schon frech, dass wir als Nichtsnutzer hier so ein bisschen benachteiligt werden. Aber gut, denn dafür können wir uns jetzt aussuchen, auf was wir gehen wollen. Ja, wir haben ja noch. Also, nicht. Vitalität und Ausdauer sind gesetzt und dann müssten wir uns wahrscheinlich Stärke und Geschick, entscheiden. Dasselbe. Was ist das? Ich finde ja durchaus schwer, Stärke und Geschwindigkeit ja auch schon gleich wichtig, aber wir müssen natürlich mal gucken, welche Waffe wir haben und wo die skaliert, womit. Das haben wir einfach. Warte mal, Kraft von den Kugeln. Aber wäre doch eigentlich auch ganz geil, wenn man die Kugeln häufig benutzt, wenn die dann auch stärker wären. Welche Kugeln? Ja, achso, das sind das. Quecksilberkugelwaffen. Achso, du hast Kraft. Achso. Ich habe irgendwo gelesen, als wir es gestern oder letztes Mal gespielt haben, haben Leute gesagt, wir sollen uns auf die Pistole gar nicht konzentrieren, weil das Level nicht so viel bringt. Ja, okay. Gleich, ja, das ist aber auch nur so eine Stimme, die ich mal gelesen habe. Ich finde es aber eigentlich ganz geil. Ich würde die Waffe gerne, wenn es irgendwie geht, auch ein bisschen auf. Ja, ich dotzen. Weiß. Ich kann nicht. Also, wenn die wirklich nur stunt und das quasi. Na, danach, der Schlag bringt ja mehr. Vielleicht hilft das. Also, vielleicht. Also, wegen dem Stunning. Vielleicht helfen ja die Werte dann, ne, diesen Kanal zu treffen, wo man parry kann. He was a hunter long, long ago. But now serves only to advise them. He is obscure, unseen in the dreaming world. Still, he stays here, in this dream. Such is his purpose. Was ist das? Ah, the little ones, inhabitants of the dream. They find hunters like yourself, worship and serve them. Speak words they do not. But still, aren't they sweet? Mhm. Ah, ja, okay. Gut, dann muss ich jetzt wohl mal wieder ein bisschen keine Fiolen und keine Seelen. Das heißt, ich muss jetzt hier erstmal ein bisschen farmen, vermutlich. Oder du gehst zum Endgegner. Ach so, ja, weil du ja keine Fiolen ist okay, das wahrscheinlich aber die, ein bisschen selbstmörderisch. Das stimmt, aber für den Weg dahin wirst du ja auch schon wieder mit Gegnern zugeschmissen. Ja, ich werde mal gucken, dass ich muss jetzt hier ein bisschen aber das sind 12 Minuten, das solltest du ja, schaffen. Ein paar Blutfiolen, farmen und dann vielleicht nochmal gegen den Endboss kämpfen. Das wäre schön. Das würde ich mir auch wünschen. Aber mit 2 Blutfiolen ist das natürlich jetzt eigentlich ein bisschen. Achso, ist die Waffe eigentlich. Fandest du jetzt eigentlich besser als die andere? Ich habe jetzt eigentlich dann doch oder? Die andere erstmal benutzt. Ist das hier unsere? Das Original? Ist unsere, ja. Ah, ja, okay. Ich finde die mit dem Speer auch nicht schlecht, aber es ist schon die. Sie hat nicht so die Moves, finde ich. Aber was auffällt, ist, dass sie einen anderen Fokusangriff hat. Natürlich. Und dadurch man vielleicht, ne? Hat der You're Cursed eben zu mir gesagt? Ja, lass ihn doch. Ich fahr mal hier oben den, die unsere Wölfe weg. Da gibt's nämlich auch 5 Fiolen oder 4 oder 3 oder ja, whatever. Stimmt. Der Opi hat auch immer irgendwas. Komm, du hast auch noch eine Fiole in der Tasche. Kugeln. Okay. Dann. Ich
Hallo, Boys. It's me. Hallo. Hallo? Mann, seid ihr aber auch doof. Ihr seid nicht smart, ne? Jetzt. Nee. Jetzt fällt mir auf, wie inflationell und dumm wir die Molotovs eigentlich verballert haben. Schön, hast du da echt geärgert. Mitten auf die Schnauze. Es tut richtig weh auf die Nase. Dick auf die Nase, auf den großen Onkel. Hallo? Haben Sie mich denn. Ah! Ich hab immer, vor denen habe ich echt noch Respekt, muss ich ja sagen. Ich glaube, dass die uns relativ schnell vernichten würden. Ja, ja. Auf offenem Feld. Die kannst du mal probieren mit der anderen Waffe. Digital rechts. Da ist die, glaube ich, besser. Oh, ich wollte sie. Warum habe ich. Du hast sie. Ja. Probier mal da den Lader. Aufladeangriff. Ob der Aufladeangriff nicht so geil ist. Meine? Der geht so nach vorne. Der R2 gedrückt halten, ja. Ja. Da gehst du nicht ganz so nah ran wie bei dem anderen. Ah, triffst aber auch nicht. Ja. Aber der ist dafür nicht so gut, ne? Ja, wie gesagt, ich bin nicht ganz überzeugt. Es sind halt eher nach vorne gerichtete Angriffe, ist ja auch cool. Aber ja, leider haut die auch nicht so gut rein. Also nee, guck mal, die zieht einfach, die andere Waffe zieht mehr ab. Aber ich hab das Gefühl, die. Ja, so. Natürlich, ne? Am letzten Hungertuch geht er dir noch auf den Sack. Okay, den einen haben wir. Ach, komm, wechsel die Waffe wieder, die ist scheiße. Naja, also die ist oder nimm sie, ja gut. Die hat eine ganz gute Reichweite. Also bisher habe ich ja noch nicht einmal Schaden genommen. Nicht abhauen hier, oder? Komm, mach deinen Angriff. Ich würde die so programmieren, dass die ab der Hälfte der Energie oben warten auf dich. Und eben nicht mehr so doof sind. Ja. If energy level gleich low, ja, then go to head of stairs. Ja. Ist so easy, basic. Ne? Könntest du hier in Basic programmieren, die Scheiße da. In Basic. Oh, ich dachte, ey, ja, ich auch. Erschrocken. Okay. Gut. Dann gib mir mal. Oh nein, ich wollte Blutviole. Hä? Das kann doch nicht sein. Da muss doch noch ein zweiter. Will mich jetzt verarschen? Ich habe jetzt eine. Da. Gut, ich wollte gerade sagen, okay, drei Blutführungen ist. Geht schon mal gut los. Und ein paar. Nee, da geht's runter. Und jetzt gehe ich zu diesen Dickmapsen, versuche die platt zu machen. Dann haben wir auch auf jeden Fall ein bisschen Geld, können Fiolen kaufen und dann kann ich zum Endboss laufen. Die waren hier, ja. Okay, probiere ich die mal. Ja, die mit dem Stein gehen echt schon. Das ist der einzige schlimme Angriff, ist die harte Combo in your face mit dem Backstein. Das ist einfach wirklich. Das ist einfach geil mit dem Stein. Wir sollten uns das angewöhnen, was ich bei Nioh immer versucht habe, und zwar alle Endgegner mit dem Stein zu finishen. Das ist ein richtig. Das ist ein richtiger Skill. Ich will natürlich erstmal nur einen locken. Er ist voll der Schmorf. R1 wäre besser gewesen. Habe ich R1 gedrückt, ehrlich gesagt? Okay. Keine Ahnung, was das jetzt war. Ich habe R1 gedrückt, definitiv. Aber der Typ hat schon nur noch halb so viel Bock auf dich. Oh, jetzt musst du. Eine andere Attacke. Energie. Ich wollte mir die Energie zurückholen, deswegen dachte ich, ich wollte keinen Bock, ja, Fiolen zu verschwenden. Ist doch egal. Ich wollte Fiolen sammeln, das war der Plan. Ich weiß. Aber es hilft doch alles nicht. Ich habe R1 gedrückt, was soll denn das? War ich zu weit weg vielleicht? Kann ja, das sein? Ja, vielleicht. Was? Ja, war kein Minusgeschäft. Nee. Ihn machst du jetzt leichter und dann. Ich habe ja dafür die Seelen auch bekommen.
Du hättest eigentlich auch mal einfach voll kaufen können. Das kannst du gerne noch machen. Ja. Mit dem restlichen Seelen, die du jetzt gesammelt hast, schon mal Fiolen noch kaufen. Und dann gehst du mal richtig fett zum Endgegner. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass du den auch schon schaffen kannst. Ja. So, okay, pass auf. Jetzt kann ich mit der Kohle, die wir haben, kann ich Fiolen kaufen. Und ich würde die Schüsse vielleicht, an der Bull. Und dann kann ich da einfach hin. So. Ja, mach es. Und dann verliere ich auch nicht so viel Seelen. Also ich versuche mir die irgendwie direkt wiederzuholen bei dem Typ, damit du die dann, wenn du dann... Ja, du kriegst die ja, wenn du ihn gekillt hast, nehme ich an. Ach, das ja, ist das ja ist anders. Das ist ja anders, du hast ja recht. Ah, scheiße. Ja, aber ich finde das System eigentlich besser. Beim Endgegner nervt es, weil man sie eben nicht mehr einsammeln kann, aber bis zum Endgegner finde ich es das bessere System. Okay. Kannst auch ein Level-Up machen jetzt bei der Gelegenheit. Ja. Ne? Kann auch ein Level-Up machen, ja. Und den Rest Fiolen und dann... Weiß gar nicht, was die kosten, ja. 100 noch was oder so? Ein Level-Up in 180. Qualität. 760 oder so für ein Level-Up. Ne, 780, glaube ich. Müssen wir hier Dings machen? 720. Vitalität oder Ausdauer oder... Ja, ist das jetzt eine Geschick oder Waffe? Eine Stärke, eine Dingsbums? Die Waffe? Ja, lass uns erstmal gucken, worauf die skaliert, ne? Farewell, good hunter. May you find ja, das ist lieb, ist immer dieses Volllabern noch. Wie ist das? Nee, Segelhackbeil. Es skaliert mit Stärke A, B, C, und mit D, E und E. Also hauptsächlich auf Stärke. Jo. Ja. Viel mehr kann man da gar nicht machen. Entschuldigung, ich bin wieder da. Welcome. What is... Gut, dann machen wir Stärke. Very well. Let... Wie bitte? Ah. Du kannst auch, ey, willst du die ganzen Checks? Mach das doch. Ja, hau die ganzen Checks. Aber mach's jetzt, weil wir nicht mehr so viel Zeit. Ja. Nee, wir schaffen es nicht mehr, Nils. Wir schaffen es nicht mehr. Du musst es beim nächsten Mal machen. Das hat jetzt zu lange gedauert, im Ernst. Ja, okay, das hab ich gar nicht, da habe ich gar nicht dran gedacht. Wir können ja mal gucken, was wir für kriegen. Ja, mach Level, mal lass die 3 Minuten jetzt, weil wir können auch nicht länger machen, einfach okay. Level-Ups machen. Ja. Und dann kannst du halt beim nächsten Mal wieder anfangen. Oh, 1500! Oh, okay. Das ist viel. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir bewahren uns ein paar auf, dass wir... Ach, Level Up Ach, komm, Level. Till End, ey. Level Up Till Dawn. Mehrfach verwenden. Ey, was war das? Nicht schon bei Dark Souls 1? Du kannst mehrere verwenden, wenn du willst, wenn du vom selben hast, oder? Müsste doch eigentlich gehen. Anzeigen, benutzen. Ich kann nur hier benutzen? Oder kann ich... Ja, das ist ja nur einen. Ach ja, okay. Okay, das machen wir noch schnell. Alle. Ach, deswegen, jetzt habe ich es verrafft. Okay. Jetzt hast du nur eingenommen. Ich bin so dumm manchmal. Zack, mehrfach, okay. Nein! Oh, ich bin ja so dumm! Kannst du auch einzeln nehmen. Nee, so. Okay, jetzt hab ich so geht das. Ja, Mann. Geil. Okay. Boah, 5300, Mann. Fast so viel, wie wir damals verloren haben. Okay. Power, 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 alles auf Power, 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 Power. Ausdauerstärke, so würde ich machen. Oh, oh, mach noch einmal Geschick, mach noch einen auf Geschick, damit er auch zweistellig ist. Ja, oh, geil, das ist gut. Okay, oh, wie geil, jetzt haben wir, richtig sind wir Level 11. Jetzt haben wir uns endlich mal ernst, nein, nicht verworfen. Ja, jetzt kannst du noch Fiolen kaufen und dann kannst du vielleicht sogar doch nochmal zum Endgegner, aber du musst dich schon echt beeilen. Ja, dann beeile ich mich. 3. Hey, wir sind für Fiolen gekommen und wir sind aber mit massiven Level-Ups gegangen. Das ist schön. Jetzt noch einmal schnell hinrennen, was meinst du? Ja, mach das mal, mach das. Wirklich, die Leute wollen das jetzt auch sehen. Ich bin ja eh in der nachfolgenden Sendung. Danach kommt der Gamefight, bin ich auch dabei. Deswegen ist mir das so egal. Deswegen, wenn ihr das jetzt seht da draußen, also da hinten im Gamefight-Set, bis auf den Juror. Mhm. Lies zwischen den Zeilen. Liebe. Du, Liebe. Gut. Power. Jetzt Konzentration auf den Tod. Es hat ja so oft das funktioniert, dass wir mit Zeitdruck irgendwie versucht haben, was. Ja, aber ich habe ein gutes Gefühl. Wir sind jetzt nämlich krass. Guck mal, wie.
Ja, aber siehst du, wie die Schläge plötzlich kommen? Ja. Und wie wenig Energie du verlierst und so. Richtig gut. Hier lang war doch richtig, da unten lang, ne? Ja, ich würde mich gar nicht lange jetzt mit kämpfen. Vielleicht kannst du ja auch mal an denen vorbeirennen oder so. Ja. Die sind echt scheiße. Solange die ihren Backstein nicht loslassen, werden die dich nicht erwischen. Backstein, Backstein. Oh nein, jetzt muss ich hier rufen. Oh, bitte komm jetzt nicht hier rein. Ja, sehr gut. Die sind viel zu faul. Die noch einmal kurz geguckt haben und dann überlegt haben, so. Also gucken sich das gegenseitig an. Ist es dir. Nee. Wir kriegen den nicht. Die haben das 100 Mal erlebt. Wenn der Aufzug gezogen ist, ist der Weg weg. So. Na gut, dann hole ich mir jetzt immer noch eine Packung ab. Na, ich. Wie gesagt, sei doch mal optimistisch. Wie geil das jetzt wäre, wenn du den beim ersten Mal legorn würdest. Oh, oh nein. Gott. Aber denk dran, da ist ja der Roller. Hier, der Ball. Ah, ja. Der Flummi. Der kommt ja auch gleich noch. Frage ist eh, wie triggert man den? Durch Laufen oder durch Kämpfen? Sind sie gar nicht mehr. Gott. Jawohl, da kommt er. Und jetzt schnell hinterher. Ah, der ist ja auch noch da. Der kann ich aber überlaufen. An dem kannst du vorbei. Okay, beiden vorbei. Probieren wir es mal. Ja. Er ist auch echt ein bisschen flinker als Dark Souls. Hier hoch, ne? Oh, das gefällt mir sehr gut, dass man da an allem vorbeirennen kann, wenn man will. Na gut, dann schauen wir mal, ne? Okay. Wo ist er denn? Oh, Alter, du direkt mit dem Schuss! Lol. Ich habe ihn aber auch erwischt. Okay, das geht hier bei denen nicht. Die schießen zurück. Energie. Energie. Mehr. Unendliche Munition oder was? So muss das machen. Hör auf schießen und slash ihn einfach zu Tode. Guck doch mal, der kann doch nichts. Ja, bleibt einfach da und mach einen langen Reichweitenangriff. Oh, die Idee okay, geht vielleicht, geht nicht, der kann auch da durchhauen. Das ist aber unfair. Das ist aber Schießtaktik. Wie der Nils knallhart wie so ein Trüffelschwein direkt die Cheese-Taktik entdeckt hat. Nein, nein, nein. Zwischen uns immer eine Grablänge Abstand. Der Typ, ey. Okay, Gamefights kann sich schon mal gehackt legen. Wir brauchen hier ein bisschen länger. Wir müssen das hier ganz langsam den Käse gratinieren. Das dauert ein bisschen. Der muss geraspelt werden, der muss reifen. Das kannst du nicht... Lass dich nicht hetzen, Nils. Das reicht. Auf wen warten wir hier? Das wäre sehr schön, wenn du den jetzt einfach machst. Gute alte Dark Souls-Tradition, Nils macht alle Bosse. Hm. Hinterfotzig. Nur noch 4 Fiolen. Und er hat doch noch... genug Energie. Das hat irgendwie nichts abgezogen. Hm? Ich glaube, du triffst den nicht. Will der nicht mehr, dass ich ihn schieße? Du könntest ihn wahrscheinlich mit der anderen Waffe vielleicht, mit der mehr Reichweite oder so, könntest ihn schießen von da aus. Oder halt wie ein Mann kämpfen. Kampf gleich wie ein Mann. Fight like a real man. Also das Grab muss ganz schön einstecken. So ist das gut, Winfried. Da werden wir dich hier begraben. An einem ruhigen Örtchen, wo nichts passiert. Da kannst du dann deine ewige Ruhe haben. Du hast doch immer so gerne durchgeschlafen am Sonntag. Oh, die süße Küss. Ja, das jetzt ist er. Er blutet dich aus. Oh, was hat er denn jetzt für eine Waffe? Eine Axt. Und gleich vorbei. Der ist stark. Der ist wirklich stark.
Das fand ich auch schnell, der Motherfucker. Aber na, weißt gut. du was? Ich glaube, die Axt ist beidhändig, deswegen könntest du da echt schießen. Ich glaub, ja, ich hab's gerade probiert, aber mein Timing war off. So, ihr das Lieben. Das war spannend. Das war spannend, ein bisschen rumgecheast, aber Bloodborne, mir hat das heute Spaß gemacht. Ich habe das Gefühl, wir haben ein bisschen was erreicht. Wir können jetzt leveln, das hebt das Spiel nochmal auf ein ganz anderes Level. Ja, wirklich. Wir können leveln, wir haben geleffelt, ja, und wir werden leveln. Wir werden leveln und wir sind schon Stufe 11. Wir haben 4 angefangen, jetzt sind wir 11. Also es war schon auf jeden Fall Progress. Wir haben ein paar Abkürzungen, wir haben diesen Ratten-Schweinemann und so. Alles hat mir Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Session. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß. Wir machen jetzt Gamefights. Seid mich dabei. Uke ist unter anderem auch dabei. Gunnar ist dabei. Ah, da muss ich dich schon schnell briefen, noch schnell ein paar Tipps geben. Ja, ich bin noch nie dabei. Als ehemaliger Sieger gebe ich dir gleich noch hier die absolute Winning Tactics. Machst du das? Raus ist natürlich. Erst. Genau. So, sagst du. Ja, tschüss. Das war's. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Es geht weiter. Schaut in den Wochenplan. Wir sehen uns.